Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 440. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei der Herr Marvin. Hallo. Die Patricia. Hallo. Der Basti. Gute und Grüße. Und der Duke. Ja, servus, hallo. Frau Alex hat sich heute irgendwie rausgemogelt, die möchte nicht über den neuen Trainer reden, dafür werden wir das gleich in voller Gänze tun. Wir wollen heute so ein bisschen zurückschauen auf die Saison und haben gerade eben im Vorgespräch schon so ein bisschen diskutiert oder uns die Frage gestellt, wie lange wir eigentlich auf die Saison zurückgucken. Mal sehen, in welcher Ausführlichkeit wir das tun. Dann, wie gesagt, mal über das Thema Trainer sprechen, der ja jetzt feststeht, da war ja unsere Taktik zu warten, dann doch irgendwie die richtige. Und heute war ja auch die Antritts-PK des Herrn Krösche und da werden wir dann auch nochmal drüber sprechen. Aber als erstes machen wir hier ein bisschen Housekeeping. Da kamen nämlich einige mit so Sonderspenden um die Ecke. Der Dominik kam und sagte so, ach komm, für jedes Tor, was die Eintracht geschossen hat, gibt's einen Euro. Und ich dachte so, up, großzügig. Und dann kamen noch die Nicole, der Jan, der Carsten und der Thomas und die meinten teilweise da noch einen draufzusetzen. Vielen, vielen Dank für diese grandiose Unterstützung. Der Monat hat gerade erst angefangen und ich bin schon total fix und alle. Es ist großartig, was ihr da draußen abliefert. Vielen, vielen Dank. Ja, die Saison 2020-2021 ist rum. Die Eintracht beendet diese Saison nach einem, ich weiß nicht, was war das Ananas-Spiel am letzten Spieltag gegen Freiburg. Sieg 3:1 auf dem tatsächlich 5. Platz, zieht damit in die Euroleague ein. Basti, wie sehr hast du dich damit jetzt schon abgefunden? Es wird immer mehr, aber noch nicht komplett. Ich glaube, ich war überhaupt gar nicht im Abfinden-Modus, weil ich habe erstmal Fußball komplett ignoriert. Okay. So, natürlich kriegt man so mit, wenn die Eintracht jemanden verpflichtet und guckt sich Pressekonferenzen an. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin in so einem ganz kleinen Mikro-Urlaubs-Modus zu denken. Ich habe irgendwie gar keinen Bock, über Fußball zu sprechen. Wir haben ja auch bei Fußball 2000 eine kleine Pause eingelegt. Also das sind so zumindest diese 2 Wochen, wo ich mich überhaupt nicht mit Fußball beschäftigen wollte. Jetzt kommt so ein bisschen EM und ich glaube, so dieser richtige Eintracht-Europapokal-Hype, der wird erst kommen, wenn der Trainingsauftakt da ist und du siehst dann die ersten Neuzugänge auf dem Platz, bla bla bla. Und bei mir ist es noch nicht da, außer dass ich mir natürlich eine Wunschgruppe für die Euroleague zurechtgelegt habe, aber erstmal abwarten. Ja, da werden wir dann gleich auch nochmal drüber reden, was da überhaupt möglich ist, wann Auslosung ist und was so die Kandidaten sind, die schon feststehen. Da sind ja ein paar durchaus interessante Mannschaften dabei. Wie geht's denn dem Rest so? Ist dieser Frust über diese Möglichkeit der Champions League, ist das jetzt ein bisschen vorüber und freut ihr euch tatsächlich jetzt auf das oder über das Ergebnis oder seid ihr noch so ein bisschen im Trauerblues? Patricia? Ich glaube, es ist ähnlich wie bei Basti. Also ich weiß auch nicht, ob ich mich jemals damit abfinden werde, so richtig. Aber ich merke, dass es meine Laune zumindest nicht mehr so krass runterzieht. Ich glaube, ich habe vor allem mit der Verkündung des Trainers und jetzt auch mit der Antritts-PK von Krösche gerade so meinen Frieden mit der Saison geschlossen. Also ich glaube, ich habe so einen Punkt hinter die Saison gesetzt und weiß jetzt, okay, das war, das ist jetzt vorbei. Und ich gucke jetzt so nach vorne, was kommt und schaue erstmal so, das ist ja auch alles spannend, was jetzt passieren wird und freue mich vielleicht so ein bisschen eher darauf, als dass ich jetzt noch groß hinterher trauere, aber trotzdem sitzt das natürlich tief. Ich glaube, das wird auch erstmal nicht vergehen. Also immer, wenn man dran zurückdenkt, ist es so ein schlechtes Gefühl einfach. Also auch werden wir wahrscheinlich im Saisonrückblick dann auch so ein bisschen merken, weil bei mir legt das auf jeden Fall immer noch so ein Schleier über die Saison. Kann ich verstehen. Also ich muss auch sagen, es ist im Endeffekt so, dass ich mittlerweile schon im Verdrehungsmodus komplett bin. ich habe dann einfach so im Kopf, you can't always get what you want von den Rolling Stones waren das, glaube ich. Und das ist irgendwie so, ne, ich habe mich in der Zeit, in der wir es aktiv verspielt haben, ich glaube, so kann man es ja sagen, als wir aktiv, als die Teile der Mannschaft und ein Hütter aktiv dagegen entschieden haben, in der Champions League zu spielen, da habe ich mich sehr aufgeregt. Mittlerweile akzeptiere ich das, wie es halt so ist. Und denke mir, gut, dann ist es jetzt so, ich freue mich, ja, aber ich freue mich so ein bisschen darauf, dass irgendwann die Auslosung kommt, aber die kommt erst im August. Das heißt, ich widme mich jetzt anderen Dingen und sehe das mit professioneller Gelassenheit, was da gerade passiert, die Neuankündigung beziehungsweise die neue Vorstellung, da reden wir ja nachher noch drüber, nehme ich alles gern und dankbar an.
Aber ansonsten kümmere ich mich mittlerweile gedanklich schon um die Europameisterschaft, auf die ich auf eine perverse Lust gerade entwickle und wie ein kleines Kind jetzt irgendwie gucke, wer da alles mitspielt, doch Spieler, die ich noch nie gehört habe. Also jetzt gerade außerhalb der deutschen Nationalmannschaft stelle ich mir da schon manchmal die Frage, okay, das ist ein Profifußballer. Also insofern ist es ganz interessant und freue mich an derlei Dingen und versuche den Schmerz da dementsprechend zu lindern. Das, was du beschreibst, hätte ich wahrscheinlich schon mit der deutschen Nationalmannschaft, da würde ich mich auch wundern, warum der ein oder andere da drin ist wahrscheinlich. Dennis, wie ist denn so dein Gefühl nach der Saison jetzt? Ich muss sagen, ihr habt das schon super zusammengefasst bis jetzt. Man hat sich irgendwie damit arrangiert jetzt und am meisten regt es mich auf, wenn ich mir natürlich, und das kommt immer mal wieder vor, dann kriegst du mal wieder eine Tabelle in die Hand und denkst einfach nur, ach du Schande. Und dann kommt der Rückblick, das sind diese typischen Flashbacks und denkst, oh Mann, hast du Punkte in sinnlos Spielen liegen lassen? Und am Ende ist es dann ein Punkt da, Torverhältnis war auch noch dann eine entscheidende Sache, die auf Wolfsburg dann am Ende gefehlt haben. Das ist natürlich schon sowas, das frustet mich dann in diesen Augenblicken, wo auch viel Feedback wieder zurückkommen, viele Erinnerungen an sehr, sehr unangenehme Situationen, wo wir einfach sicherlich heute im Verlauf der Sendung auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Das ist einfach was, klar, wir haben es am Ende, Marvin hat das schön beschrieben, aktiv nochmal einfach nicht genug gewollt. Es war definitiv, hast das in den letzten Spielen auch nochmal versaut. Trotzdem war in der Saison generell natürlich so das ein oder andere Spiel und das, gerade wenn man sich die Tabelle anschaut und sieht dann, oh Gott, wie knapp das am Ende dann tatsächlich war, das ärgert mich natürlich dann immer noch ungemein. Persönlich, ihr habt es gesagt, jetzt jeder muss nach vorne gucken. Ein Trainer ist da, so die Struktur, man hat auch so eine gewisse, zumindest wird mir das Gefühl vermittelt, dass eine gewisse Strategie jetzt mittlerweile verfolgt wird, die auch vielleicht gar nicht so schlecht ist. Ich habe heute so einen Satz gehört, junge Talente sollen auch wieder herangezogen und gefördert werden. Das gefällt mir eigentlich immer ganz gut. Dementsprechend, ändern können wir es jetzt nicht mehr. René, wie geht's dir denn mit der Situation? Bist du da anderer Meinung? So ein bisschen ähnlich wie Basti. Ich habe einfach gemerkt, dass mein Fußballanteil an meinem Akku irgendwie relativ schnell aufgebraucht war und ich habe mich quasi jetzt erstmal eine komplette Woche mit dem Thema überhaupt nicht beschäftigt. Und nachdem ich jetzt in Vorbereitung auf die heutige Folge mir mal so aufgeschrieben habe, was da so alles drin ist und mich auch mal mit dem Thema Transfers und Trainer beschäftigt habe, muss ich sagen, dass meine Freude auf die neue Saison relativ groß ist und ich dadurch das, was wir jetzt vielleicht in dieser Saison verpasst haben, relativ gut ausblenden kann. Einfach auch so aus dem Reflex heraus, mich jetzt nicht zu sehr drüber aufzuregen, dass wahrscheinlich etwas, was in den nächsten 30 Jahren nicht so einfach wieder zu erreichen ist, irgendwie möglich gewesen wäre. Ich finde, das hat aber auch trotzdem was mit Corona zu tun. Das merke ich bei mir. Also ich merke bei mir, dass ich ziemlich schnell irgendwie die Saison auch vergessen konnte, weil man nicht mehr so, man hat nicht so intensive Erinnerungen. So, was soll ich mich jetzt dran erinnern? Da habe ich da vom Fernseher gesessen. Da war ich da, also so. Das ist so viel ein und dasselbe. Irgendwie jeder Spieltag fühlt sich immer irgendwie gleich an. Ja, du hast keine Story. Wo Marvin und ich jetzt erzählen können, dass wir irgendwo, in Hoffenheim den Weißwein haben fallen lassen und dann kamen wir nicht nach Hause. Irgendwelche Stories, die du eigentlich jede Saison hast, gerade in diesen Europapokalsaisons. So, diese Corona-Saison das war schon ganz cool, dass es stattgefunden hat, weil der Rest noch scheißerer war. Aber es war jetzt nicht so, dass ich dachte, boah, das war krass. Ich meine, so ein bisschen wurde es natürlich durch diese sportliche Situation abgelenkt. Aber ich merke schon so, dass ich jetzt, ich denke halt so, war echt eine gute Chance. Lass mich im Ruhemodus, glaube ich, so. Ich habe auch noch diese Vorfreude nicht. Ich habe irgendwie keine Kapazitäten, mich jetzt über jedes einzelne Transfergerücht irgendwie zu informieren, weil das mich bei Sportvorstand und Trainer auch schon so ein bisschen zermürbt hat und am Ende war ich dann zufrieden. Ich glaube, in den Modus komme ich erst so. Das wird wahrscheinlich, wie gesagt, Ende Juni, Anfang Juli wird es wieder erzünden. Aber aktuell, muss ich sagen, ist so ein bisschen noch verkatert so von dieser Chance. Bisschen unemotionalisiert, weil Corona-Saison. Ja. Aber trotzdem eine Grundzufriedenheit, weil die Eintracht es gut gemacht hat. Also ich habe jetzt auch keine Unruhe in mir. Ja, ist halt doof, dass wir entschieden haben, heute tatsächlich nochmal über die Saison und Fußball zu reden. Also so rausreden kannst du dich dann jetzt hier heute nicht. Und rausschweigen kannst du dich auch nicht. Kannst du auch vergessen.
Ja, du hast es schon probiert kurz. Ja, probieren kann man es. Du hast es aber gerade eben schon richtig angesprochen. Corona ist ja auch so ein bisschen das Stichwort, wenn wir mal auf die Saison zurückschauen. Sie ist ja unwahrscheinlich spät gestartet. Das habe ich tatsächlich auch schon wieder komplett vergessen. Da gab es ja auch immer wieder so die Bemühungen, wann fängt die Saison irgendwie an und beziehungsweise wann hörte überhaupt die vorherige Saison auf. Die hat ja erst am 10. Juni quasi geendet und dann war ja so der Punkt, wann fängt die neue Saison an und dann ist es ja immer weiter nach hinten geschoben worden. Und sie hat ja dann tatsächlich erst Mitte September angefangen, am 17.09. und tatsächlich ja auch die ersten vier Spiele mit Teilzuschauern. Man kann es sich ja fast gar nicht mehr vorstellen. Wir hatten ja im ersten Spiel am 19.09. gegen Arminia Bielefeld waren 6.500 Zuschauer tatsächlich im Stadion. Ist ein bisschen absurd, wenn man so ja jetzt gerade da mal so auf so eine Saison zurückschaut. Man hat es irgendwie komplett wieder vergessen. Also zumindest ging es mir so. Ja, ja, ist krass. Also im Endeffekt, darüber habe ich auch überhaupt gar nicht mehr nachgedacht. Es ist aber trotzdem so. Ich meine, ja, klar, jetzt wir können jetzt, ich hoffe, dass wir nicht die einzelnen 34 Spiele jetzt nochmal behandeln, weil das wäre wirklich in so Höllenqualen. Ja, also ich meine, wir hatten ja in der Hinrunde auch tatsächlich einige Spiele, die jetzt, einige Spiele, die das Unentschieden-Niveau auf ein beträchtliches gezogen hat. Ich muss halt sagen, ja, also war es am Anfang und das ist ja auch eigentlich, weil das so gerade ein guter Start, wo du gedacht hast, okay, jetzt könnten wir dauerhaft vielleicht mit zumindest einem Teil der Fans wieder starten. Aus unerfindlichen Gründen, zum Teil muss ich auch immer noch sagen, war das dann nicht der Fall. Ich glaube, eine neue Bewertung dieser ganzen Lage müsste man nochmal anbringen. Ich hoffe, dass dieser Fehler nicht nochmal gemacht wird. Also, dass du wirklich ab der nächsten Saison wirklich wieder mit Fans startest. Es ist draußen. Du musst halt überlegen, wie du es machst. Aber wenn du das, was machst, ist hoffentlich für mich eigentlich ein zwingend, ja. Und es war aber trotzdem auch genauso, was Basti halt gesagt hat. Und ich glaube, das spielt halt auch da rein, dass du alles in einer verwobenen Masse gesehen hast. Und trotzdem war natürlich die Bundesliga für dich ein Richtmesser und auch ein fester Fixpunkt im Wochenende. Wenn du vieles, wo du nicht wusstest, es ist heute Mittwoch, Donnerstag, irgendwie nur so im Zeitstrom gearbeitet, hier das und das gemacht, vielleicht mal Podcast gehabt oder so, aber ansonsten, ja, okay, cool, wenigstens spielt am Samstag die Eintracht. Auch schon weniger emotional mitgenommen, als wenn du wirklich vor Ort warst, als wenn du wirklich, Basti hat eben die Erinnerung angesprochen, als wenn du das noch mitgenommen hast, aber es war trotzdem so ein Highlight, aber du warst trotzdem emotional, stellen wir mal vor, wir wären eine Zehnter geworden, so hätten eine ganz normale 40er-Saison gehabt. Alter, ich wüsste die Hälfte der Spiele wahrscheinlich nicht mehr, weil es scheißegal war irgendwo, weil dir halt genau dieser Anknüpfungspunkt, diese Emotionalität fehlt. Und dann könnten wir ja froh sein, dass wir gerade in der Rückrunde eine sensationelle, teilweise sensationelle Eintracht gesehen haben, hat die uns in vielerlei unterschiedlicher Hinsicht sogar emotionalisiert, hat nicht nur vom Sportlichen, wir haben Stories gesehen von einzelnen Spielern, die über sich hinausgewachsen sind. Also da war die Geschichte, die Saison hat ja sau viel erzählt da noch. Und da können wir froh sein, dass wir Eintracht-Fans sind, weil es gab sau viele Bundesligisten, keine Ahnung, was weiß ich, was ist da für Freiburg, ey, keine Ahnung, guter Verein, aber ist doch scheißegal, wie die Saison gelaufen ist, da wird keiner mehr irgendwie den nachweinen, also dieser Saison nachweinen, weil halt diese Emotionalität fehlt. Ja, ist tatsächlich richtig, also es war sehr viel Einheitsbrei, wie du schon sagst, es hat durchaus, das war ja das, was wir hier im Verlauf der Saison ja auch immer wieder erwähnt haben, dass das einfach so eine gewisse Form von Struktur gibt und man zumindest weiß, welcher Wochentag so ungefähr dann irgendwie ist. Das hat einem da so ein bisschen geholfen, aber klar, diese kompletten emotionalen Punkte fehlen. Das wäre wahrscheinlich am Ende nochmal irgendwie anders da gewesen, wenn wir jetzt tatsächlich Platz 4 gehalten hätten. Ich glaube, dann wäre da mehr als genug Emotionen zumindest am Ende dran gewesen. Wir dürfen halt nicht vergessen, wir sind auch echt in einer komfortablen Situation, weil die Eintracht diese sehr merkwürdige Saison trotzdem positiv abgeschlossen hat. Ich glaube, die Grüße nach Bremen und Schalke. So. Also nicht nur sportlich, auch finanziell hat das, glaube ich, vielen Vereinen übel mitgespielt. Und die Eintracht ist einer der Gewinner, ehrlich gesagt, was Corona betrifft. Und da können wir echt froh sein, weil genau was Marvin gesagt hat. Stell dir vor, nicht nur Corona, sondern auch noch dein Fußballverein zieht dich irgendwie in einen negativen Abgrund. Ich glaube, das hätte dann einen doppelten Effekt gehabt. Also man kann wirklich erleichtert sein. Klar, die Chance haben wir nicht genutzt, aber wenn man das jetzt mal ausblendet, kann man sagen, ey, Corona war wirklich eine sehr merkwürdige Situation. Man wusste teilweise nicht, wann gespielt wird, ob gespielt wird und keine Ahnung. Und dafür ist die Eintracht echt noch gut durchgekommen und vielleicht merken wir das jetzt die nächsten Jahre auch, dass die Eintracht unbewusst durch Corona halt auch nochmal
manchen Vereinen echt einen Schritt enteilt ist, den wir vielleicht so nicht gemacht hätten. Hm. Ja, das ist richtig. Glaube ich auch tatsächlich, ist extrem wichtig. Also die Eintracht, wie gesagt, wir können extrem froh sein, dass wir da durchgefloat sind mit eigentlich einer Welle der Positivität. Es war ansonsten, bis auf die Sachen, über die wir vielleicht noch sprechen müssen, René, da musst du uns dann jetzt gleich noch irgendwie hinleiten zu den nicht so guten Dingen, aber im Grunde müssen wir ja sagen, wir haben was Positives erlebt und es war zu keiner Zeit wirklich so, dass wir das Gefühl hatten, okay, eigentlich müssen wir da jetzt alle hin, weil das steht kurz vor knapp, wenn es so weitergeht, steigen die ab. Also weil ich glaube, am beschissensten ist es für Fans, deren Team in der Corona-Saison gerade um den Abstieg ringt, wo du wirklich das Gefühl hast, die Mannschaft kriegt es nicht auf den Platz, aber du brauchst nochmal die 5%. Oder beispielsweise auch Schalke, natürlich, die sind auch abgestiegen, aber wo du im Winter normalerweise nochmal hättest Druck machen können, wo du sagst, Alter, was ist denn hier los? Und ihr holt Christian fucking Groß. Der Typ weiß nicht mehr, wie man seinen Namen schreibt. Da kannst du den doch nicht in den Profifußball mehr anlassen. Also genau solche Sachen, da werden wir komplett eskaliert. Die werden auch eskaliert. Die hatten nicht die Möglichkeit dazu. Also da können wir wirklich froh sein, dass wir im Endeffekt die Beine hoch halten konnten und konnten sehen, wie Silva zu einem absoluten Weltklasse-Stürmer wird. Auf jeden Fall, Marvin, stimme ich dir voll zu. Ich muss aber sagen, tatsächlich hatten wir in Phasen der Saison, und ihr habt es gerade angesprochen, bis zum vierten Spieltag haben wir ja sogar mit Fans konnte mit Fans gespielt werden. Wir hatten ab dem vierten bis zum zwölften Spieltag doch so die Phase, ich hatte das im Rückblick mir angeschaut, da haben wir kein Spiel mehr gewonnen. Ich glaube, da war auch bei uns hier ein bisschen so diese Emotion da, oh Gott, klar, du hattest dann auch Kracherspiele, die du trotzdem irgendwie zu Hause, Leipzig, Dortmund und Gladbach, die dann alle mit einem Unentschieden zwar ja im Rückblick natürlich gut abgeschlossen hast, aber wenn du jetzt schaust, um eben dann oben Champions League und das, was wir am Ende erreicht haben, und diese Spiele hast du dann einfach in der zweiten Hälfte, hast du da einfach die für dich teilweise entschieden. Ja, es ist natürlich, ich muss sagen, da hat es mich schon so ein bisschen wieder dran erinnert, dass ich gedacht habe, verdammt, vielleicht braucht die Eintracht das doch. Die Eintracht kann vielleicht doch diesen Modus ohne Fans nicht so spielen. Sie braucht die Fans. Hat sie aber ja dann schön in der zweiten, gerade Marvin, hast du auch gerade nochmal schön zusammengefasst, in der zweiten Hälfte, gerade wo es dann in, zweite Runde, Rückrunde, war schon super, wie die Eintracht auch einfach ohne Fans performt hat. Und dementsprechend, klar, an der einen oder anderen Stelle wären wir sicherlich alle gerne dabei gewesen. Am Anfang habe ich es mir noch viel schlimmer alle, grauenvollsten Szenarien ausgemalt. Aber irgendwie hat es ja doch hinbekommen, auch ohne Fans die Performance zu bringen, die wir immer ja von der Eintracht sehen wollten. Und ja, das war schon krass. Also ist mir nur aufgefallen, vom 4. bis zum 12. Spieltag hatten wir kein Spiel gewonnen. Aber auch das ist einige natürlich schon eine lange Zeit nicht verloren. Bevor wir gleich zum Saisonverlauf kommen, fangen wir noch mal ganz vorne an, weil was hier immer vor der Saison erstmal steht, ist so der Transferreigen. Und die Eintracht hat da doch tatsächlich im Verlauf der Saison einiges getan. Wir haben tatsächlich 22 Abgänge und 20 Zugänge gehabt im Verlauf der Saison. Da ist auch so ein bisschen Kleinkram mit dabei, wo dann mal Spieler von der U19 hochgezogen werden, die dann da auch offiziell ausgewiesen werden. Ich habe mal so die wahrscheinlich wichtigsten oder prägnantesten rausgeschrieben. Wir hatten diesen Rebic-Tausch gegen Silva, der ist Anfang der Saison tatsächlich ja erst fix geworden. Vorher war das ja noch diese ganze Wechsel-Thematik. Gacinovic ist zu Hoffenheim gewechselt. Toro ist gewechselt zu Osasuna. Das war auch Anfang der Saison tatsächlich. Wir hatten das Karriereende von Fernandes und Russ. Wir haben De Guzman in die Vereinslosigkeit entlassen. Fallett zu Hannover abgegeben. Paciencia Renault zu Schalke ausgeliehen. Und Juveljic zum Wolfsberger AC ausgeliehen. Dem entgegen stehen so wunderbare Namen wie Zuber von Hoffenheim, Ache von Rotterdam, Rustic von Groningen, die Laie von Younes, über den wir mit Sicherheit gleich nochmal reden werden, die Laie von Schubert von Schalke, der, glaube ich, hat er eine Minute gespielt? Ich glaube nicht, ne? Ich kann mich zumindest nicht dran erinnern. Willems, der aus der Laie wieder zurückkam, Barkok, der aus der Laie zurückkam und Tuta, der aus der Laie zurückkam, der ja dann im Winter nochmal wichtig wurde. Und dann hatten wir tatsächlich ja im Winter die Abgänge wie Dost, der ja zur Brügge gegangen ist. Dafür ist ja Jovic geliehen worden von Real, Entschuldigung. Abraham hat seine Karriere beendet, Chur und Da Costa sind an Mainz ausgeliehen worden. Also da war auch transfertechnisch so das ein oder andere tatsächlich drin in dieser Saison. Und gerade so die Sache mit Toro, dass das Anfang der Saison war, hatte ich auch schon wieder komplett ausgeblendet.
Okay, interessiert. Ja, du sprichst mit Toro natürlich die allerwichtigste Transfer-Situation an. Ist nicht die allerwichtigste, aber es zeigt halt auch, wie weit weg der ganze Kram ist. Normalerweise hat man so Dinger ja immer wieder irgendwie im Kopf. Und Toro war ja jetzt auch in der Vergangenheit kein komplett unwichtiger Spieler. Also ich finde aber den Punkt gar nicht schlecht, den René bringt, denn es zeigt ja auch ein Problem. Wir haben im Endeffekt Toro abgegeben, wir haben dann im Winter auch noch Chor abgegeben auf einer Position, die im Rückblick sicherlich den ein oder anderen Transfer oder den ein oder anderen Spieler im Kader noch hätte gebrauchen können. Denn auch die 6 war teilweise überlastet, wenn du dir anschaust, Spiele, wo Rode wirklich auch ja durchgeschleppt wurde. Hätte mir schon gefallen. Also ich finde schon, das ist eine wichtige Nummer, das nochmal zu berücksichtigen. Klar, Toro war zu dem Zeitpunkt auch, war es sinnvoll, den Wechsel zu machen. Und trotzdem, es geht ja auch immer um die Kader, um die Ausgewogenheit des Kaders und was du erreichen willst. Darüber haben wir ja schon immer jetzt gesprochen. Hättest du sicherlich am Ende gewusst, dass du, das ist natürlich am Ende ist man immer schlauer, ja, hättest du wahrscheinlich den Kader etwas anders ausgedünnt vielleicht auch im Hinsicht auf die potenziellen Einsatzmöglichkeiten. Dennis, verstehe ich, Wild Take, aber weder Toro noch ein Chor sind Transfers, über die wir nachdenken sollten, auf dem Niveau, auf dem wir uns mittlerweile vielleicht auch sehen. Also ich glaube, dass wir im defensiven Mittelfeld müssen wir eigentlich, wenn wir die Weiterentwicklung der Eintracht auch in die nächste Saison tragen wollen, müssen wir über ganz andere Namen sprechen. Toro hatte mehrere Probleme. Er war trotzdem solider Spieler, klar, der jetzt zumindest bei Osasuna endlich wieder zum Stammspieler avanciert ist, darüber freue ich mich sehr, aber das ist ein Niveau, was in Ordnung ist, aber wir reden hier beispielsweise über So, der 2 Nummern drüber ist tatsächlich, du hast recht, wir haben durchaus mit Rode jemanden, der von der Mentalität her absolut da ist, der Führungsspieler mehr denn je ist, auch weil er mal ein bisschen Klartext redet, mittlerweile aber schon in einer gewissen Art und Weise Defizite zeigt. Also das heißt, wenn wir darüber sprechen, wer zur kommenden Saison in der defensiven Mittelfeldposition, über die wir auf jeden Fall irgendwann mal Perspektive sprechen können, dann müsste es aber definitiv jemand sein, den ich weit davor bewerte, dann könnte man lieber darüber nachdenken, ob man von Glasgow jemanden wie Kamara holt, der jetzt mit der finnischen Nationalmannschaft bei der EM spielt. Das sind perspektivische Spiele, auf die wir uns stürzen sollten. Ich glaube, klar, Toro für die Breite des Kaders, aber du darfst auch nicht vernachlässigen, und das ist ja genau der Hintergrund, warum auch Leute wie er gegangen sind, warum selbst ein Chor im Winter transferiert wurde, nicht nur, weil er wenig Einsatzzeit hatte, sondern weil Corona immer auch ein valides Thema war. Klar. Hier kommen wir wieder zu der Personalie, dass natürlich Bobic in diesen Schwierigkeiten trotzdem einen guten Job gemacht hat, dass es dann im Endeffekt ein bisschen dünner war, glaube ich. Ich glaube aber, dass die defensive Mittelfeldposition nicht die war, die uns irgendwie das Genick brauchen hat in Sachen Champions League. Aber darüber kann man ja auch geteilter Meinung sein. Gehe ich voll mit, Marvin, auf jeden Fall. Dann lass uns mal auf den spielerischen Verlauf gucken. Dennis hat es gerade eben schon gesagt, wir sind eigentlich okay in die Saison gestartet mit einem Unentschieden und 2 Siegen. Das waren noch so die Spiele, wo tatsächlich noch ein paar mehr Zuschauer im Stadion möglich waren. Und dann gab es eine lange Serie vom 4. bis zum 12. Spieltag, wo tatsächlich kein Spiel mehr gewonnen wurde. Es fing an mit diesem 5-0 gegen die Bayern und dann kam direkt diese 5 Spiele in Folge Serie, wo wir quasi ein Unentschieden nach dem anderen geholt haben, und da gab es ja auch in der Rückbetrachtung schon so die ersten Rufe und Diskussionen, so nach dem Motto, ist denn der Trainer überhaupt noch der Richtige? Da fingen ja schon die ein oder anderen an. Ich glaube, das ist so das, was einem zumindest von der Hinrunde mit dieser Unentschieden-Serie noch sehr deutlich in Erinnerung ist, wobei da auch ordentliche Gegner, wie Dennis hat es auch gerade eben schon gesagt, mit Leipzig und Dortmund dabei war, wo man sagen kann, dass da ein Unentschieden wahrscheinlich in Ordnung ist. Oder, Patricia? Ja, ich weiß noch generell, wie das war, wie oft wir gesagt haben, irgendwie komme ich nicht in die Saison rein, das kann an Corona liegen, das liegt aber irgendwie auch so ein bisschen an der Eintracht, die einen nicht so wirklich mitgerissen hat mit dieser Unentschieden-Serie. Aber klar, letztendlich sind das Spiele, also Dortmund und Leipzig haben wir auch damals schon gesagt, da ist ein Unentschieden vollkommen in Ordnung. Nur kam das halt zu einer Zeit, wo man auch wirklich nur unentschieden gespielt hat. Und das hat dann wirklich an den Nerven genagt, weil es war zum Teil auch nicht, weiß nicht, man hätte es halt auch gewinnen können, einige Spiele. Und man wusste halt nicht so richtig, woran es lag. Wobei ja auch bei der Eintracht so ein bisschen diese
Kreativität gefehlt hat. Dazu kommen wir ja dann ja noch. Das hat sich ja gebessert, deutlich. Aber ich fand, das war schon so ein Einstand in die Saison, der schwierig war. Vor allem halt ohne Fans und du konntest nicht vor Ort sein. Das war wirklich sehr, sehr schwer, da reinzukommen. Insgesamt. Ich finde auch, in der Zeit hat man gedacht, okay, meine Güte, ist ja nicht schlimm, ist ja Corona, dann soll die Eintracht Neunter werden, lass mich in Ruhe und dann irgendwann geht's wieder los. Das war so die Zeit, wo man dachte, scheiß auf die Saison, ehrlich gesagt, weil es hat dich überhaupt nicht reingezogen, du durftest sowieso nicht hin. Ich erinnere mich auch an, nicht gerne, aber ich erinnere mich auch an diesen Herbst, wo man nicht nur im Fußball das Gefühl hat, es geht gar nichts voran. So, du hast das Gefühl gehabt, die Politik hat angefangen rumzudrucksen, du warst in diesem Oktober, November, Dezember, da haben alle über Weihnachten diskutiert und die Eintracht spielt ständig unentschieden. Also zu der Zeit hätte ich never like ever gedacht, dass wir nochmal in die Saison reingezogen werden. Es war eher so, dass man dachte, gut, die Eintracht ist gut genug, um überhaupt nichts mit unten zu tun zu haben. Und wir können vielleicht irgendwie trotzdem noch Spieler weiterentwickeln und Younes kam mir dann dazu. Aber ich hätte safe nicht gedacht, dass da diese Saison irgendwie sportlich noch für mich relevant wird. Also ich war da tatsächlich in einem Modus, wo ich dachte, ja, mein Gott, es ist irgendwie ärgerlich und nervig tatsächlich auch, dass teilweise Mittelfelds aufgestellt wurden mit Korn und Ilsanker, wo du dachtest, kein Wunder, dass da nicht viel gekickt wird. Aber es war jetzt aber auch nicht so, dass man Angst hat, aber es war sehr zermürbende Zeit auch da. Ja, und es hat alles mit reingepasst ins Negative, ne? Also wie gesagt, Eintracht war nicht so schlimm, aber wie gesagt, Core hat gespielt. Du hast ein paar, also auch, ja, Ilsanka dementsprechend auch unterwegs gewesen. Und es waren halt so viele Spiele, wo du auch trotzdem das Gefühl hattest, ich erinnere mich markant an das Spiel gegen Bremen oder auch gegen Köln, wo du eigentlich gemerkt hast, ja, da ist eigentlich mehr drin und die können eigentlich mehr, aber es funktioniert nicht so hundertprozentig. Da passiert nicht der Knacker. Und irgendwie war man dann frustriert und dann, ja, dann dieser lange, das muss man auch mal irgendwie klarziehen, dieser lange, zum Teil schlecht operierte Lockdown, der uns auch wirklich, ich glaube, jeden von uns irgendwie auch einigermaßen mürbe gemacht hat. Ich glaube, dass jetzt die Sonnenstrahlen wieder unterwegs sind, dass wir langsam auch wieder rausgehen und wir sehen, dass irgendwie in Sachen Impfungen jetzt ein bisschen besser wird. Das ist für alle bitter notwendig gewesen. Die Fehler, Basti hat schon gesagt, die auch in der Politik gemacht wurden, die haben uns zermürbt und im Endeffekt hat der Fußball uns, sag ich mal, so ein kleines hochgegeben, aber du hattest ja gedacht, okay, das war's. Und ich kann mich auch an die Winterpause, an die, ja, relativ kurze Winterpause erinnern, wo wir mit Fußball 2000 dann so die ersten 16 Spiele haben Revue passieren lassen. Und da haben wir auch gesagt, ja, also irgendwie, keine Ahnung, nach vorne waren wir uns schon klar, so richtig geht da nichts mehr. Aber da haben wir gehofft, vielleicht passiert ja in Sachen Conference League irgendwas. Wie es dann im Endeffekt gelaufen ist, können wir gleich drüber sprechen, dass es weit übertroffen wurde. Aber es hat sich auch da eigentlich eher, ah ja, man macht's halt und egal. Ich glaube, über den Verantwortlichen ist auch scheißegal, ob die jetzt 8. oder 12. werden. Hauptsache, man kommt irgendwie durch die Saison und kann dann für die neue Saison planen. Ja, ist richtig. Wir haben uns damals alle gefragt oder wir haben alle gehofft, dass die Eintracht es irgendwie schafft, diese nervige Unentschieden-Serie zu beenden. Das hat sie dann auch getan, indem sie 2-1 gegen Wolfsburg verloren hat. Und dann kam Gladbach als nächster Gegner, wo es eigentlich im Spielverlauf ja damals total gut aussah. Du hast zur Halbzeit 3-1 geführt. Und vielleicht erinnert ihr euch noch, das ist dieses absolute Freakspiel gewesen, wo Stindl erst in der 90. Minute trifft und dann in der 95. Minute mit so einem blöden Kopfball nach einer Ecke, die du eigentlich gefühlt 2 Milliarden Mal schon verteidigt hast, dass den Ausgleich zum 3-3 machst. Und da haben uns alle irgendwie gedacht, boah ey, halt bitte, kann die Saison nicht einfach aufhören, wir haben null Bock drauf. Ja, sehr gut. Sehr gut, in Anführungsstrichen, dass du mich daran wieder erinnerst. Ja, was danach kam, ist natürlich entsprechend besser. Die Eintracht hat nämlich dann eine ordentliche Serie im positiven Sinne hingelegt und hat, nachdem sie dieses Unentschieden gegen Gladbach verloren hat, kann man ja quasi sagen, in den darauffolgenden 11 Spielen kein einziges Mal verloren. Und 10 davon sogar gewonnen. Das war dann tatsächlich eine sehr lange Serie von 12 ungeschlagenen Spielen, wovon tatsächlich 10 wir für uns entscheiden konnten. Das ist auch eine mega geile Serie gewesen und da waren dann auch so Spiele dabei, wie eben das Spiel gegen die Bayern, was wir 2-1 gewonnen haben tatsächlich. Ja. Und auch danach das Spiel, was dann nicht gewonnen wurde, was ich immer noch nicht nachdauen kann. Aber klar, die krasse Serie war ja brutal. Du sprichst an, ne? Also nach Gladbach war vielleicht so ein Kicker und auch im DFB-Pokal war ja dann auch nicht verkehrt. Ja, aber also gegen Leverkusen gewonnen,
geiles Spiel auch gewesen. Und trotzdem, die Eintracht hat sich dann hochgekämpft, natürlich auch ein bisschen Glück gehabt, weil es auch Kappenvereine waren, also dass die Hertha beispielsweise unbeschadet in diese Liga, durch diese Liga gekommen ist, ne? Ich meine, mit dem Kader klar, weil das ein guter Kader ist, aber die Dilettanz, die da gezeigt wurde, war schon krass. Und aber auch gegen Hoffenheim und so, ne? Wie gesagt, klar, auch gegen die Bayern, ja, dann hat sie dieses kleine, ja, kleine Tief, aber es ist schon heftig. Irgendwie, man hat sich dann nochmal komplett reinziehen lassen in dieser Rückrunde. Ja. Und da ging es halt dann ordentlich nach oben. Das war so die Zeit, wo wir uns dann nach dem Bayern-Spiel, nee, nach dem Hoffenheim-Spiel, haben wir uns auf Platz 4 oder drüber tatsächlich festgesetzt. Das war dann die Zeit, wo dann eben das alles anfing. Und dann, ja, das Bremen-Spiel, das Blöde, was dann da nicht gewonnen wurde, was immer noch total unverständlich ist, wie du gegen so eine blöde Mannschaft wie Bremen an dieser Stelle nicht verlieren kannst. War das nicht auch das Spiel, wo sie die ganze Zeit auf diesen scheiß Koffern da irgendwie rumgetrommelt haben und genervt haben? War das nicht das Ding? Ja, keine Ahnung. Das kein Plan. Ja, wahrscheinlich schon. Hat sprechen. Die Bremer Bremen hat die sich wieder verhalten, wie sie sich immer verhält. Ja, und ich weiß auch, Hütter hat sich beschwert und dann gab es Beschwerden, dass Hütter sich beschwert hat. Und stimmt, das war da gab es diesen ganzen Beef um dieses Spiel drumherum und ich dachte mir so, Leute, was ist denn jetzt los? Ja, das war das Geilste. Dann hat Kohfeldt gesagt, ja, bei uns ist jede Woche ruhig und keiner beschwert sich. Und dann hast du 70 Zeitungsartikel gefunden, dass die praktisch jede Woche mit den Gegnern aneinander geraten sind, weil die unglaublich nervig sind. Das hat ja schon in der Relegation angefangen. Ja. Aber gut, was hüllen wir uns in Schweigen? Bremen hat die gerechte Strafe erhalten, aber die Eintracht war an dem Tag echt dumm, gegen so eine unglaublich limitierte Mannschaft dich auf das Niveau runterziehen zu lassen. Das ist zum Beispiel ein Spiel, was mir echt krass in Erinnerung geblieben ist von der Saison. Ein paar schweben so mit, oder denkst du so, klar. Aber dieses Spiel, du weißt genau, wie die Gegentore gefallen sind, alle über Kostic Seite. Sehr, immer sehr, sehr knapp nicht im Abseits, also hast du auch ein bisschen Pech gehabt. Da war aber auch viel Beschiss dabei mit dem Video. Also ich muss sagen, das sind heute noch Kameraaufnahmen, da sehe ich immer noch nicht, wer die Linie wann, wie, wo gemacht hat. Wenn das heute mir einer zeigt, weiß ich immer noch nicht, ob es abseits ist oder nicht. Teilweise zumindest ist es, glaube ich, dieses Bremen-Spiel gewesen, oder? Das war dieses Bremen-Spiel, wo viele knappe Entscheidungen drin waren, aber wir waren auch nicht clever. Aber Silber macht das Tor, also du hast die so im Griff. Klar. Bremen ist so eine beschränkte Mannschaft und dann fangen die halt an, von außen und von innen rumzuschreien. Füllkrug da von außen und Kohfeldt sowieso. Und da können wir uns nicht bei Bremen beschweren, sondern das war die Schuld von Eintracht an dem Tag, dich da irgendwie mit reinziehen zu lassen. Schon. Und das ist halt dann im Nachhinein echt ärgerlich, dass wenn du, wie Dennis es gesagt hat, nochmal kurz auf die Tabelle schaust, wenn du es willst, dass du dann tatsächlich Niederlagen in Bremen und auf Schalke dabei hast. Und das macht's noch ärgerlicher, weil du natürlich auch die von René angesprochene Serie hast. Also ich versuche mich jetzt hier auch wieder ein bisschen rauszuziehen, sonst fange ich mich wieder an aufzuregen, wenn wir das jetzt hier nochmal durchleben. Aber ja, das ist die Idee eines Saisonrückblicks, Basti. Ja. Also das ist bei Bremen ärgert mich auch tatsächlich im Nachhinein vielleicht sogar noch mehr, als es mich damals geärgert hat. Also ich weiß noch, ich war sauer und mich hat das generell extrem genervt, auch das Drumherum. Aber ich hatte dann immer noch dieses Mindset so, ja, komm, die hatten jetzt eine richtig gute Serie, jeder hat mal einen Hänger und irgendwann muss man mal wieder ein Spiel verlieren. Dass es jetzt gegen so ein Bremen ist, das auch nicht sehr gut ist, ist natürlich suboptimal, aber hey, komm, da ziehen sie sich auch wieder raus so. Und jetzt im Nachhinein denkt man sich, nee, das hätte man halt einfach gewinnen müssen. Also da ist eigentlich gar keine Entschuldigung, dass du es nicht gewinnst. Ja, ja, stimmt. Stimmt. Hinten raus ist es immer schwierig, das dann nochmal so Revue passieren schwierig zu lassen. Bewerten. In darauffolgenden Spielen hast du es auch relativ schnell dann wieder verdrängt, weil da waren dann wieder Stuttgart und Leipzig dabei mit einem Unentschieden. Dann hast du 5-2 gegen Union gewonnen, gewinnst gegen Dortmund 2-1, gewinnst gegen Wolfsburg 4-3. Das waren dann so die Momente, wo du dir gedacht hast, komm, scheiß auf Bremen, interessiert keinen, wir ziehen das jetzt einfach durch. Es läuft. Und dann kam Gladbach again. Und nimmt uns ich da 4-0 auseinander. Noch dieses Wolfsburg-Spiel nicht hinten runterfallen lassen, weil das war tatsächlich, glaube ich, mein Saisonhöhepunkt, weil hatte man da nicht die 7 Punkte dann klar gemacht auf Dortmund? Korrekt. Und das war voll, das war gegen Dortmund schon, so, das war das davor schon? Das war gegen Dortmund schon, mal nach dem Wolfsburg-Spiel hattest du 10 Punkte sogar, weil Dortmund erst abends gegen Stuttgart. Die haben am nächsten Tag erst gespielt, ja. Auf jeden Fall, die zwei Spiele waren so mein Peak, glaube ich, diese Saison, dass du halt Dortmund geschlagen hast und dann dachtest du dir, ja geil, jetzt Wolfsburg, aber immerhin hast du schon mal Dortmund geschlagen und dann schlägst du auch noch Wolfsburg und du dachtest dir so, das kann nicht wahr sein, du gewinnst gegen die beiden direkten Konkurrenten, das geht in die sehr, sehr richtige Richtung. Ja, was danach passiert, sagen wir ja gleich, aber das war, glaube ich, also ich wollte es jetzt nur noch mal herausheben, da war ich, glaube ich, so
im siebten Himmel, was die Eintracht betrifft. Es war halt der Zeitpunkt. Nicht nur du, ja. Es war halt der Zeitpunkt, wo der größte Präventivpessimist wie ich sich plötzlich halt auch drauf eingelassen hat, okay, Champions League kann schon sein. So, also es kann schon sein. Ich bin nicht mehr bereit, es komplett abzustreiten. Also durch diese zwei Spiele kann mir keiner erzählen, ab da wurde es ernst. Da wusstest du, okay, die Chance besteht, du hast dir das Restprogramm angeschaut. Und das war der Zeitpunkt, wo du sagtest, okay, ab jetzt zählt's. Und ich finde, René, dass wir es nicht so in einem wegreden können, gerade diese Spiele nicht, weil du hast dann nach diesem Wolfsburg-Spiel warst du dann, glaube ich, hast du diesen harten Cut mit Hütter gehabt. So, du hast vor dem Gladbach-Spiel diesen Cut mit Hütter gehabt und dann spielst du ausgerechnet gegen Gladbach, wo er hinwechselt. Und das war dann diese Zeit im Endeffekt, das wirkt wie aus einer anderen Welt. Von dieser euphorischen Phase, die Patricia beschrieben hat, wo du dachtest, what, wir gewinnen jetzt auch noch gegen Wolfsburg, auch noch in diesem Spiel, auch noch 4-3 auf diese Weise. Und plötzlich kommt einer mit einem Triple H Sledgehammer von der Seite und wichst dir das ins Gesicht und denkt, nee, Digga, fang mal ja nicht an zu träumen, hier ist die Realität. Ja. Weil dann hat's angefangen. Im Nachhinein ist es auch lustig zu beobachten, wie man zwischendrin trotzdem wieder Hoffnung hat. Ich erinnere mich an Fußball 2000 Live mit Marvin, als wir dann doch noch zwischendrin Augsburg geschlagen haben, genau. Ja. Und wir dachten, scheiß drauf, wie die gespielt haben, so muss man gewinnen und bla und bla. Nee, am Ende war die Nummer nach dem Gladbach-Spiel und diese aufkommende Unruhe, da war die Nummer schon durch, man wusste es halt nur noch nicht. Und das ist genau das Schlimme, und aber trotzdem, wie ihr es beide zusammengefasst habt, die Tatsache, wie Patricia wunderbar gesagt hat, das Spiel der Spiele, tatsächlich habe ich selten eine Eintracht gesehen, die mit mehr Grandiosität gegen den Gegner nicht nur mithalten kann, sondern ein herausragendes Spiel entwickeln kann gegen den VfL Wolfsburg. Zwei Mannschaften auf einem scheiß geilen Niveau, was mir unfassbar viel Glück, in dem Moment Glück bereitet hat. 4-3. Und dann denkst du, eigentlich ist alles geil. Eigentlich jetzt kann alles passieren. Und jetzt, wie Basti gesagt hat, Präventivpessimismus, scheiße, ich glaube, da ist doch was möglich. Weil es war halt der 28. Spieltag. Das war nicht irgendwie 10. Spieltag, wo du mal mit Glück auf Platz 4 stehst. Nein, 28. Spieltag. Und dann musste schon richtig viel Scheiße laufen. Und dann kam wirklich der Genickbruch mit der Tatsache gegen Borussia Mönchengladbach, diese Scheißgerüchte, die dann klar wurden, wo es nicht nur Gerüchte waren, nach dieser unglücklichen Aussage, die Hütter ja auch bei Sky 90 gelassen hat, davor noch, er bleibt. Und es hat sich als Fehler herausgestellt. Es war ganz anders und es war ein bewusster Move, von wem auch immer lanciert. Die Eintracht zeigt, wie es auch nach der Saison korrekt funktionieren kann, aber das hat uns komplett derailed, das hat auch diese Mannschaft irritiert und es gibt kein Wort, was irgendwie valide ist, wo gesagt wird, nein, das hat damit nichts zu tun, Bullshit, das hat damit zu tun, labert mich nicht voll. Dieses 0-4, dieses entkörperte 0-4, wo du wirklich gegen eine Gladbacher Mannschaft, die auch nicht wirklich geil war, die haben davor die Wochen auch nur Rotz gespielt. Ja. Aber gerade gegen uns gewinnen die. Das war schon bitter. Und klar, Basti, du hast vollkommen richtig gesagt, wir haben uns wieder versucht reinzureden, dass es doch noch irgendwie klappt. Dann hast du mit Glück gegen Augsburg gewonnen. Also ich meine, es war zwar ein 2-0, aber es war ja irgendwie schon ein bisschen an der Kippe. Aber dann wurde ja auch viel von Fans gemacht. Und dann haben Fans gesagt, okay, wir müssen irgendwie trotzdem präsent sein. Da wurden Aktionen gestartet, hier die Postkartenaktionen. Dann waren auch mal Fans vom Stadion und so weiter und so fort. Man hat irgendwie das Gefühl gehabt, da passiert so ein bisschen was. Aber diese Konnektivität konnte nicht hergestellt werden. Und im Endeffekt ist die Saison halt da kaputt gegangen. Und naja, Gladbach war kichern. Was du natürlich auch nicht vergessen darfst, was in dem Moment auch zumindestens für mich in dieser Situation auch dazu beigetragen hat, Basti hat es gerade eben gesagt, da gewinnst du eben auch gegen Wolfsburg, aber du hast eben auch zu diesem Zeitpunkt, du hattest schon den feststehenden Abgang von Hübner, beziehungsweise dass er keinen neuen Vertrag bekommt. Du hattest auch in den Wochen davor das Thema mit Bobic und hast halt gemerkt, das hat halt null Auswirkungen auf die Mannschaft. Du hast das Dortmund-Spiel gewonnen, du hast das Wolfsburg-Spiel gewonnen, dann warst du natürlich auch, oder ich zumindest so ein Stück weit dann auch in dem Glauben, ja okay, die anderen beiden Sachen haben die Mannschaft nicht wirklich gestört. Das wird es jetzt auch nicht sein. Das ziehen wir jetzt irgendwie durch. Ich glaube, da waren wir an der Stelle oder zumindest ich an der Stelle auch so ein Stück weit einfach so. Ich habe es versucht wegzuignorieren. Und ich könnte mir vorstellen, dass auch der ein oder andere in der Mannschaft oder im Umfeld das ähnlich getan hat.
Glaube ich auch, aber es hat halt nicht funktioniert. Ja. Ich meine, ja, es wurde versucht zu ignorieren, du hast es nicht angesprochen, vielleicht hätte man das auch öfter ansprechen müssen oder offener ansprechen müssen, das ist nicht passiert. Am Ende, ja, gut, natürlich sind wir am Ende alle schlauer, ne? Man kann natürlich dann auch reden, woran es noch lag und so weiter und so fort, auch das Teil, ist ja nicht nur so, dass nur jetzt irgendwie ein Trainer da stand, sondern es waren auch Teile der Mannschaft, die im Endeffekt falsch, vielleicht nicht ausreichend reagiert haben. Das, ja, es ist halt scheiße gelaufen und jetzt ärgere ich mich doch wieder, weil eigentlich wollte ich mich jetzt nicht mehr ärgern, aber natürlich ist es halt es ist eine Once-in-a-Lifetime Chance gewesen, die man hier hat versiegen lassen zumindest. Ob man es versiebt hat, ja, muss man auch sagen, aber zumindest versiegen lassen. Es bleibt bitter und trotzdem, Gladbach war scheiße. Ja, ich glaube, im Nachhinein kann man das als Wendepunkt ausmachen und den Rest haben wir ja vor nicht allzu langer Zeit schon besprochen. Also von daher müssen wir, glaube ich, das gar nicht mehr in aller Intensität aufgreifen, weil im Endeffekt haben wir alles im Eingang schon beschrieben, dass wir dann alle enttäuscht sind, bla bla bla. Ja, ist so. Und wie gesagt, was halt danach war, du hast dann auch bis zum Schluss halt noch fast in der Hand gehabt. Ja, und dann ne, die letzten drei Spieltage mit Mainz war es halt Schaukakao, danach war es halt scheißegal. Also im Endeffekt muss man dann sagen, okay, dann war es auch, ehrlich gesagt, wir haben nicht, ich weiß nicht, 34. der Spieltag, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich mir überhaupt nicht die Eintracht angeguckt. War mir scheißegal. Tut mir leid. Das ist, also weiß nicht, wie die Einschaltquote gegen Freiburg war, aber da habe ich gesagt, okay, da habe ich selbst nicht Besseres zu tun und gucken wir dann lieber die Konferenz an. Ich glaube, das werden sich tatsächlich sehr wenige Leute angeguckt haben. Für uns war nichts mehr drin. Für Freiburg ging es zwar rein rechnerisch noch um irgendwas, da hat aber auch keiner mehr so wirklich dran geglaubt. Also ich glaube, das Ding in der Einzeloption werden sich die wenigsten tatsächlich angeguckt haben. Ich möchte trotzdem an dieser Stelle nochmal erwähnen, dass ich mich über dieses Schalke-Spiel am vorletzten Spieltag nach wie vor auch noch mit am meisten aufrege. Ja, du kannst gegen Schalke verlieren, aber in dieser Höhe, ich glaube, Schalke hat gegen uns mehr Tore geschossen, als sie sonst irgendwie in der Saison irgendwie geschossen haben, ärgert mich nach wie vor noch maßlos, dass du dir da so die Butter vom Brot nimmst. Ja, aber ich glaube, im Nachklapp ist das auch egal, weil es hätte keinen Unterschied gemacht. Also das Ding war, die Nummer war trotzdem durch. Weil es Wolfsburg hätte für die Tabelle keinen Unterschied gemacht, es hätte allerdings nur für meinen Seelenfrieden hätte es mir geholfen zu sehen, dass man sich da nicht so abwatschen lässt. Es war halt die endgültige Bestätigung von dem, was wir gerade besprochen haben. Ja, also, das ist richtig. Ich meine, vorher haben die Verantwortlichen, die dann alle da auch untereinander wahrscheinlich auch ein bisschen Stress hatten, haben ja trotzdem alle immer probiert, uns zu sagen, dass die Unruhe und die Missgunst irgendwie und die Unlust unbegründet ist, weil man soll sich ja jetzt gefälligst freuen und es hat damit nichts zu tun, und dieses Schalke-Spiel hat spätestens gezeigt, okay, da stimmt halt trotzdem nicht alles, weil da war die theoretische Chance noch da, du hättest halt theoretisch hoffen können, weil die anderen erst am nächsten Tag gespielt haben. Aber jetzt, wenn ich in der Gesamtbetrachtung ist, glaube ich so, dass Gladbach schlimmer ist, weil Gladbach auch danach gezeigt hat, dass es ist ja nicht so, dass Gladbach gegen uns irgendeine Wende geschafft hat. Nee, das war ein Ausreißer von denen. Ja. Die haben dann, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, die haben, glaube ich, gegen Hoffenheim unentschieden gespielt und so ein Kram danach. Also, ja. Es war einfach so, genau wie Leverkusen, genau das Gleiche. So, also das waren diese Dinger. Aber da wurde uns ja theoretisch noch erzählt, ja, es ist alles gut. So, das war ja die ganze Zeit so der Tenor. Es wurde ja irgendwie, dieses Problem, das Offensichtliche, wurde ja trotzdem ignoriert, so zumindest nach außen hin. Es war nie in der Zeit irgendwie Thema zu sagen, ah, bringt das jetzt Unruhe rein oder nicht. Es war immer so, nee, auf keinen Fall. Und dann verlierst, dann stehst du nach dem Schalke-Spiel und denkst da, ja genau, verarsch mich jetzt nicht, Alter. Weil jetzt habt ihr uns komplett verloren. Es ist halt so offensichtlich, es ist halt auch bei anderen Vereinen offensichtlich gewesen. Also Gladbach nach dem Rose-Ding, selbst Leipzig nach dem Nagelsmann-Ding. Also die haben auch nichts mehr gerissen hinten raus. Das ist richtig. Da kannst du halt auch nicht erzählen, dass das überhaupt keinen Einfluss hat. Das ist nun mal so, der Trainer ist halt auch sehr, sehr nah an der Mannschaft dran. Und ja, das war wahrscheinlich auch nicht die beste Taktik, das einfach so versuchen wegzulächeln und zu verdrängen, weil letztendlich hat es halt auch nichts gebracht und irgendwie hat das die Fans letztendlich auch noch saurer gemacht als ohnehin schon, weil also mich hat das zumindest sauer gemacht, dass die ganze Zeit versucht wird zu sagen, nee, hier ist alles gut und man sieht aber jeden Spieltag aufs Neue, nee, irgendwas stimmt nicht so, wir kommen doch nicht von einem Hoch des Todes, also das war richtig, richtig gut und plötzlich geht gar nichts mehr, also das kommt ja nicht von ungefähr und naja, ja, Gladbach war auch so mein Wendepunkt, ich glaube, mein absoluter Tiefpunkt war dann einfach Mainz, weil
mich das komplett gebrochen hat und alles danach war halt, stimmt. Schalke war ärgerlich, aber letztendlich, du kannst mich nicht nochmal brechen, wenn du mich schon gebrochen hast und das ist halt bei meinen passiert. Das ist richtig, ja. Wie du sagst, Patricia, exakt ja. Das. Also Mainz, 80 Minuten körperloser Fußball, wie auch immer. Also, wir müssen drüber stehen, es ist zu brutal sonst. Ja, leider ja. Trotzdem geht die Saison, wenn man mal auf das Gesamtding, auf die Ergebnisse guckt und den Verlauf so ein bisschen ausblendet, geht sie doch durchaus solide zu Ende. Die Eintracht steht auf Platz 5 am Ende, hat in Summe in dieser Saison gerade mal 6 Spiele tatsächlich verloren. Ist damit 60 Punkte, Alter. Zweitbester in der Liga und zu Hause ungeschlagen. Sind da auch in der Heimtabelle zwar auch nur auf Platz 2, weil sie mehr Unentschieden haben als die Bayern, aber du hast 17 Heimspiele in dieser komischen Corona-Saison, wo ja alle irgendwie gesagt hätten, so ohne Fans, gerade zu Hause könnte so ein Thema sein, aber du verlierst kein einziges Heimspiel, ist halt auch eine geile Nummer. Das ist ja das Ding. Ich glaube, die Saison hätten wir anders bewertet, wenn diese Spielaufteilung anders gewesen wäre und man hätte hinten raus Platz 5 irgendwie auf unglaubliche Weise erreicht und so weiter und so weiter. Ja. Es ging halt darum, dass du zwischendrin so krass in diese Matrix reingebrochen bist, dass du in der Champions League warst. Das begründet, glaube ich, auch diese Enttäuschung, die da ist. Weil diese Chance war da. Ich habe es ja gesagt, das ist, du musst Mainz, Schalke, Freiburg besiegen und kommst in die Champions League, hast du nicht geschafft. Deswegen ist dann auch dieses kleine Ding. Aber wenn du es wirklich probierst, rational zu betrachten, war das eine unglaubliche Saison. So. Also so viele Punkte, wahrscheinlich reichen ab und zu solche Punkte auch für die Champions League. So, also es fühlt sich vielleicht so ein bisschen so an, wie ich glaube Dortmund unter Tuchel damals haben, die irgendwie paar 80 Punkte geholt und sind nicht Meister geworden, obwohl du irgendwie damit immer Meister wirst. Ja. Und du hast jetzt diese 60 Punkte, landest wahrscheinlich damit auch ab und zu mal in der Champions League. Und dieses Mal reicht es halt nicht, so, weil du halt auch mit Wolfsburg so eine kranke Mannschaft hast, die gefühlt irgendwie 70 Jahre kein Gegentor kassiert dazwischen drin. Ist jetzt so. Dann musst du dich halt mit Haaland und dieser Abwehr von Wolfsburg auseinandersetzen, hast am Ende den Kampf auf komische Weise verloren. Aber trotzdem muss man einfach ehrlich sagen, das war eine brutal gute Saison zu einem absolut wichtigen Zeitpunkt, wo du es jetzt geschafft hast, dich gerade von Bremen und Schalke sowieso, aber auch weiterhin von Hamburg, weiterhin von Köln, weiterhin von Mainz, weiterhin von all den Mannschaften, mit denen wir normalerweise uns gebettelt haben in den letzten Jahren, echt abzusetzen. Und dann für mich bist du von einem Verein, der vor der Saison als Erfolg werten kann, wenn er unter die ersten 9 kommt, bist du zu einem Verein geworden, der auf jeden Fall mindestens mal jetzt immer unter die ersten 8 kommen kann oder in die ersten 7. Also die Eintracht hat einen Step gemacht in der Zeit, wo viele Leute Steps nach hinten gemacht haben. Ja, ist so. Also gerade was du ansprichst, du hast die Chance irgendwie, also fast genutzt. Ich sag, wie gesagt, nur 100% wäre Champions League gewesen. Abgesehen davon, du hast angesprochen, Basti, es gab schon Jahre, da hat es geklappt. 2018, 2019 beispielsweise Bayer Leverkusen mit 58 Punkten Platz 4 erreicht. Ne? Also das wäre so eine Möglichkeit gewesen. So, jetzt hatten wir 60, es reicht halt nicht. Aber es gab, die letzte Saison hätte beispielsweise auch nicht gereicht. Also es ist möglich, es ist nicht zwingend, aber trotzdem muss man sagen, 70-80% hat die Eintracht trotzdem auf jeden Fall erfüllt und kann sich da wirklich perspektivisch auch klar von Werder Bremen, die jetzt im, ich weiß nicht, die werden richtig große Probleme bekommen. Auch Schalke wird wieder zurückkommen. Ich glaube, die Magie des FC Schalke, das wird wieder entfachen können. Aber Bremen, andere Vereine werden große Probleme bekommen und vielleicht ist das dann wirklich der Step, den wir nutzen können, um in wirtschaftlich finanzieller, sinnvoll finanzieller Art und Weise, die Europa League ist ja jetzt auch nochmal lukrativer, uns da vielleicht noch weiter abzusetzen. Also insofern ist es ja geil, wir können alle froh sein, dass die Eintracht, auch wenn der große Step nicht gemacht wurde, auch Weiterentwicklung, aber tatsächlich auch im Spielerischen gesehen haben. Über weite Strecken, wir haben ja das Wolfsburg-Spiel angesprochen, das war herausragend. Wir haben gesehen, welches Niveau diese Mannschaft gehen kann. Und wenn wir ein bisschen hoffen, dass Teile des Teams weiter bei der Eintracht bleiben, große Teile vielleicht, dass beispielsweise wie Armin Younes wieder mehr in diese Mannschaft reinrückt, wenn er wieder fit ist und dementsprechend auch mit neuem Trainer. Danny da Costa wird auch bleiben, also kommt zurück von Mainz, auch eine neue Chance unter neuem Trainer. Das scheint auch relativ sicher zu sein, dass da ein neuer Versuch gestartet wird. Vielleicht ist es da auch eine Möglichkeit, dieses spielerische Niveau weiter zu festigen und vielleicht sogar ja
auf die nächste Stufe zu treiben. Also da ist viel da und das ist ja das Geile. Ja. Wir brauchen keine Angst haben, dass wir jetzt komplett auseinanderfallen. Und die Angst habe ich tatsächlich auch nicht und das ist geil. Bevor wir so ein bisschen nach vorne gucken, würde mich jetzt nochmal interessieren, waren denn aus eurer Sicht, und da dürft ihr jetzt ein paar nennen, die Schlüsselspieler in dieser Saison? Patricia, fang du doch mal an. Ja, darf ich den Hot Take machen? André Silva. Das war jetzt wirklich Captain Obvious sein Vater. Aha. Ja, du hast mich als erstes gefragt. Ja. Was? Wie? Ja. Ja, nee, aber abgesehen davon. Deine Begründung bitte, Patricia, genau. Ja, meine Begründung sind 28 Saisontore. Ich glaube, das sollte erstmal reichen. Noch ein paar Assists ist auch dazu. Ist, glaube ich, ganz ordentlich für einen Stürmer. Ich kenne mich da nicht so aus, aber sollte passen. Ja, ich habe Ähnliches gehört. Ja. Dennis, was wäre denn dein Schlüsselspieler? Gut, also klar, natürlich ist Silva der absolute Bringer gewesen. Man muss aber tatsächlich sagen, auch Kostic hat ja zumindest in großen Teilen wieder sehr gut performt. Ich weiß gar nicht, 17 oder 18 Vorlagen hat er am Ende dann auch gehabt. 17 direkte Torvorlagen. Also ich muss wirklich sagen, diese Achse, es wäre schon schade, wenn wir die in den nächsten Jahren nicht mehr bei der Eintracht sehen würden, weil es hat dann schon in großen Teilen auch sehr gut funktioniert. Nein, also ist relativ, ich muss tatsächlich sagen, am Anfang der Sendung beziehungsweise mittendrin wurde auch noch ein wichtiger Spieler genannt, nämlich So, der für mich eine sehr, 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 sehr gute Saison gespielt hat, sehr stark. Wir sagen ja immer, manchmal funktioniert es in den ersten Saisons noch nicht so richtig oder zumindest in Halbrunden. Ich finde, So hat einen guten Schritt gemacht und hat uns sehr weitergeholfen. Das sind so eigentlich meine drei, die ich jetzt nennen würde. Geil, auf jeden Fall. Ja, naja, also logischerweise die Spanne derjenigen, die genannt werden können, wird ja immer dünner. Ich fand klar, bei Silva, dass es so ein Weltklasse-Spieler, Stürmer avanciert ist, brauchen wir nicht drüber reden, ist unfassbar. Geile, schade, ne, auch ein bisschen schade, dass wir diese Entwicklung nicht vor Ort erleben konnten. Ne? Der weite Teile seiner Weltklasse-Werdung ohne Fans erlebt hat, ist auch echt irgendwie bitteres Zeichen. Oder ist einfach bitter. Es tut mir echt weh. Ich muss sagen, positiv überrascht hat mich Erik Durm. Also ohne, dass ich jetzt sagen würde, dass er jetzt ein Spieler des Jahres für mich ist. Aber ich finde, diese positive Entwicklung, die er genommen hat, die muss man ihm nicht nur zugestehen, sondern da ziehe ich auch auf jeden Fall meinen Hut. Und ansonsten, ich hatte es ja bei Fußball 2000 schon gesagt, finde ich ehrlich gesagt, dass Tuta so gut reingerutscht ist. Überleg mal, über was wir hier alles sprechen. Ja. Im Winter geht ein Abraham und du denkst natürlich, scheiße, da geht der Kapitän. Und dass das einfach so weggeswitcht werden kann, das ist nicht selbstverständlich. Und das finde ich schon brutal. Vor allem also, nicht nur einfach so weggeswitcht, sondern du wechselst halt auch auf einen Spieler, der ja quasi auch gerade erst am Anfang seiner Profikarriere steht. Der ist Anfang 20, der kommt am Anfang der Saison aus einer Laie wieder, hat noch nie wirklich mit der Mannschaft gespielt, hat auch in der Hinrunde bis auf ein paar Kurzeinsätze nicht wirklich Spielzeit bekommen. Und steht halt einfach mit dem Weggang von Abraham einfach mal so als fester Ersatz da in dieser Dreierkette hinten drin. Und du merkst auch am Anfang, wenn du jetzt mal diesen Fakt von wegen, der ist noch jung, dem fehlt noch so ein bisschen Spielpraxis, eigentlich auch wirklich keinen großen Unterschied. Nee, genau, finde ich auch. Wie gesagt, er hat es echt gut gemacht, auch in einem Verbund, der dann auch besser funktioniert hat, also beziehungsweise mit Martin Hinteregger oder Evon Dika. Das hat einfach insgesamt gut funktioniert. Wir haben trotzdem nicht wenig Gegentore bekommen, aber das ist auch bei einem Offensivspiel vielleicht auch zu verschmerzen. Also wie gesagt, für mich Tuta und ansonsten jemand, der für mich wirklich diese Saison charakterisiert in allem, was gut lief und was dann am Ende vielleicht halt doch nicht so gut lief, ist irgendwie Armin Younes, der für mich wenigstens der für mich ein bisschen Magie mal wieder reingebracht hat. Ja. Ne? Und das ist schwer zu beschreiben, aber Armin Younes ist ein Spieler, an dem gibt es Erwartungen, ob sie erfüllt werden kann, weiß ich nicht. Aber dass du einen Spieler hast, bei dem du Erwartungen reinstecken kannst und das Gefühl hast, krass, das ist so jemand, der immer in den Jugendabteilungen, beziehungsweise der in seiner frühen Profistation immer viele Erwartungen an ihn geweckt wurde und die zum Teil auch erfüllt hat und dass er jetzt eigentlich so gut bei der Eintracht funktioniert, bis halt auf die letzten Wochen, das fand ich schon geil. Also irgendwie hat mich bisschen verzaubert, muss ich sagen. Ja, da schließe ich mich jetzt einfach mal an, weil Younes war tatsächlich jemand,
der dem Spiel auch was ganz anderes gegeben hat. So, ihr habt diese ganzen Spieler erwähnt, aber bei Younes hast du das Gefühl, da ist irgendjemand reingekommen, der tatsächlich ein Gamechanger ist. So, ich erinnere mich immer noch an das Pokalspiel, als die Eintracht echt mit die besten 20 Minuten oder was war es, glaube ich, in Leverkusen am Anfang gespielt hat, wo du dachtest, Alter, Leverkusen hat praktisch keine Chance. Brutal. Dann geht er raus und dann verlierst du das Ding. So, also da hast du so gesehen, was er für das Spiel tun kann. Du hast Patrizia jetzt auch, glaube ich, vorhin gesagt, nach der die Unentschieden-Serie und diese spielerische Armut, die wurden auch tatsächlich durch ihn ein bisschen beseitigt, als er reinkam und diese Doppelzehn installiert wurde. Für mich ist er mit so das prägendste Element diese Saison gewesen, aber eigentlich tue ich mich schwer, Einzelne rauszupicken, weil Marvin hat es gesagt, selbst Erik Durm ist irgendwann mitgeschwommen in dieser geilen Mannschaft und man würde fast den Leuten Unrecht tun, wenn wir da einen rauspicken, weil das war über weite Strecken schon geil. Am Ende hat es irgendwie gehapert, warum auch immer die Unruhe dann reinkam. Aber wenn wir schon einen wählen müssen, würde ich hier auch Younes nehmen. Ja, und wir dürfen bei Younes natürlich auch nicht vergessen, er ist ja nicht nur etwas für auf dem Platz, sondern er ist ja auch was für neben dem Platz. Du merkst halt, er hat diese ganze Thematik Frankfurt und Umgebung und Fans verstanden. Ich glaube, dieser Moment, wo er bei dem Bayern-Spiel dahin rennt und dieses Aufwärmtrikot mit dem Say Their Names hochhält, ich glaube, das ist so ein Moment, den werde ich lange Zeit nicht vergessen und das ist wirklich auch in der Nachbetrachtung immer noch für mich einer dieser Gänsehautmomente dieser Saison, der jetzt gar nichts so direkt mit dem Thema Fußball an sich zu tun hat, aber dass du einfach siehst, dass da jemand ist, der das ganze Thema verstanden hat und der es auch ehrlich meint. Ja, sehe ich genauso. Ja, weiß nicht, ob wir noch über Spieler sprechen, die wir nicht verstehen oder vielleicht, wo es nicht so gut lief. Ja, sehr gerne. Schieß los. Ja, wen hast du da? Also, es ist im Endeffekt, dass ich gewisse Spieler nicht verstehe. Und ich weiß nicht, ich würde es ganz gerne erklärt bekommen. Vielleicht könnt ihr mir eine Erklärung liefern. Oha. Aber wir wissen, ein Teil dieser Saison war auch, dass Spieler zeitweise echt gut waren und dann wieder in der Versenkung verschwunden sind. Und für mich auch erneut sinnbildlich, oder das ist eine Diskussion, die wir wahrscheinlich vor einigen Jahren schon hätten führen können, ist Armin Barkok, der am Ende auch keine Rolle mehr gespielt hat. Nee. Ich verstehe es nicht. Ja, ist richtig. Hat man auch viel drauf gesetzt und hat gedacht, okay, er hat sich jetzt so ein bisschen in Düsseldorf mit seiner Leihe, hat er so ein bisschen an Erfahrung gewonnen und es sah ja auch anfangs eigentlich auch ganz gut aus und dann tatsächlich irgendwann, ja, ich habe jetzt auch nicht wirklich eine Erklärung. Nee, er ist halt irgendwie rausgerutscht, habe ich das Gefühl, auch aus seiner eigenen Leistung heraus, aber irgendwie war dann auch am Ende dann kein Platz mehr, oder? Also man hatte dann so auf der 10 Younes und Kamada, dahinter hattest du auch dein defensives Mittelfeld. Auf der rechten Seite war das dann immer defensiv mit ihm zu instabil und ein zu großes Risiko. Und dann hattest du halt Durm, der das eigentlich solide gemacht hat. Und dann hattest du keinen Platz mehr. Also man wusste halt nicht, wo setzt man Barkok jetzt am besten ein, dass der Startelf-Einsätze kriegen könnte. Keine Ahnung, der war da, hat wirklich stark gestartet und ich hatte wirklich Hoffnung, dass es so seine Durchstarter-Saison wird. Aber dann ist er da auch einfach rausgerutscht irgendwie. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl zwischenzeitlich in den Spielen, in denen er auf dem Platz stand, dass er sich nicht entscheiden kann oder dass er in diesem Konflikt ist zwischen dem, was er gerne will und das, was von ihm erwartet wird. Ich glaube, er wollte immer gerne auf der 10 spielen und er wäre tatsächlich, aber wenn, dann eher einer für die rechte Außenbahn gewesen. Und da war er so ein bisschen in diesem Konflikt und den konnte man nie für ihn auflösen. Du hast ja den Test gemacht gegen RB Leipzig, hat er ja auf der, hat er mal kurz auf der rechten Position gespielt, länger dann auch gegen Union Berlin. Also ja, da war dieser Test da, ob das wirklich genau das Wahre war, ja, wissen wir nicht genau, aber er hat natürlich auch von seinen Leistungen, wurde immer wieder eingewechselt, war so 14., 15. Mann vielleicht, aber halt nicht mehr so, dass er wie in der Hinserie, wo du gemerkt hast, okay, das ist ja, was ist denn hier los? Ich erinnere mich an die Partie gegen Stuttgart, wo er auch nur 45 Minuten gespielt hat, ne? Und dann, da waren Momente da, ja, oder auch dieses wilde Ding gegen Borussia Mönchengladbach, so, das war schon geil, aber in der Rückserie konnte er es irgendwie nicht bestätigen und ich weiß ehrlich gesagt nicht, was mit ihm auch passiert. Wird interessant sein. Er hat 26 Spiele gemacht. Das ist nominell erstmal relativ viel. Aber irgendwie ist es schwierig,
das zu bewerten. Deswegen wollte ich den Namen Ahmed Barkok jetzt auch nochmal in die Runde werfen, weil im Gegensatz zu Rüstig, ist halt auch so ein Rüstig, der eine Entwicklung in die richtige Richtung gemacht hat, was bei Barkok eher so eine andere Entwicklung. Und es ist halt trotzdem auch immer noch so ein Spieler, um den es halt irgendwie schade ist. Ich meine, er hat lange Jahre mit der Eintracht verbracht und irgendwie ist es so ein Spieler, den ich eigentlich sehr gerne mag und den ich auch gerne öfters irgendwie sehen würde. Aber er schafft halt trotzdem diesen einen Schritt, um in diese Stammmannschaft reinzukommen, irgendwie nicht. Und das macht mich halt auch irgendwie dann so ein bisschen traurig immer wieder. Ja, aber ich finde, Patrick hat da schon was Wichtiges gesagt. Ihr dürft nicht vergessen, es war jetzt auch nicht viele Optionen, den er hätte aus der Mannschaft rausspielen können. Ja, das stimmt. Also wir hatten immer eine Jovic-Diskussion und kann Jovic mal mit Silva und dann Yunus raus oder Kamada raus. Es war halt einfach kein Platz für ihn und ich glaube, dass sorgt bei ihm, glaube ich, immer ein bisschen dafür, dass er es dann vielleicht ein bisschen schleifen lässt. So. Also ich glaube, er ist nicht der Typ, der dann, wenn er das merkt, so sich dann erst recht anstrengt, die sondern er schwimmt dann halt so mit, dann wird er ab und zu mal eingewechselt. Für ihn ist nächste Saison tatsächlich entscheidend, weil ich gehe davon aus, dass Kamada eventuell wechselt. Nächste Saison ist für mich seine Saison. So. Also nächste Saison kann er entscheiden, ob er ein Spieler ist, der bei der Eintracht ist und vielleicht sogar nochmal weitergeht. Oder ob er ein Spieler ist, der dann eventuell weiß ich nicht, bei Augsburg irgendwann spielt. So. Also er hat auf jeden Fall das Potenzial, Bundesliga-Spieler zu werden, auch ein besonderer, aber das muss er wollen und im Endeffekt braucht er dann auch das Glück, dass da ein Platz in der Mannschaft ist, aus dem er sich dann überhaupt nicht mehr verdrängen lässt. Und vielleicht wird er die nächste Saison frei, wir wissen es nicht, wir wissen nicht, was Glasner vorhat. Aber für mich ist das nächste Jahr bei Barkok echt wichtig. Er hat ja, aber ihr habt es ja schon richtig gesagt, er hat ja auch in dieser Saison seine Spielzeit am Anfang bekommen. Und ich finde, es hat tatsächlich auch mit unter anderem daran gelegen, dass er diese Balance zwischen Offensive und Defensive immer noch nicht drauf hat. Das muss man wirklich sagen, Bundesliga-Niveau, gerade diese Abgezocktheit. Nämlich, er hat seine genialen Momente nach vorne. Ich finde auch jemand, wenn du sagst, Barkok, bleib vorne, mach dein Ding vorne, mach deine Spielchen mit dem Ball, spiel die schönen Steckpässe. Das kann er super. Hat aber dann solche krassen Böcke dabei, wo du sagst, meine Güte, Fehler im Aufbauspiel, wirklich so kranke Pässe, wo du einfach sagst, oh Mann, du bist doch mit drei Leuten da, wie kannst du da probieren, noch reinzulaufen, sicher das Ding richtig ab, wo diese, wenn er das wirklich nicht mehr im Kopf hätte, sondern würde einfach dann souverän, wie man das eben dann auch erwarten kann, da den Ball halten, Defensivarbeit mehr entsprechend auch bundesligatauglich teilweise zu liefern. Ich glaube, dann ist das wirklich eine sehr, sehr gute Option. Man muss aber sagen, ich denke, Basti, da hast du was Richtiges gesagt, jetzt, wenn ein Umbruch kommt, hat er wieder die Chance, am Anfang zu zeigen, kann ich das, habe ich noch mal einen Schritt weiter gemacht, kann ich diese Balance zwischen Offensive und Defensive mehr bringen, weil er kann uns nach vorne hin, ist das wirklich eine Riesenbereicherung für die Eintracht. Ich glaube aber, dass er in vielen Spielsystemen immer hinten rausfallen wird und das war ja bei uns jetzt auch, dass du gemerkt hast, da gibt es Spieler, die sind nach vorne stark, die dürfen sich auch mal Schwächen nach hinten leisten, aber du kannst nicht etliche Spieler da reinstellen und am Ende wird die Abwehr hinten überrannt, denn dieses hohe Spielsystem, was wir ja häufig auch gespielt haben, dieses sehr starke Offensive, da benötigst du natürlich auch entsprechende Defensivarbeit. Und zwar eigentlich muss es vorne schon anfangen. Und das ist für mich, Barkok ist da sinnbildlich für mich, der das nicht kann bis jetzt. Ich hoffe, er macht da den nächsten Schritt. Ich würde es mir auch wünschen, weil ich ihn eigentlich echt von Spielertyp auch cool finde. Ich denke, er wird auch seine, wenn es wirklich einen Umbruch geben sollte, seine Spielzeit bekommen. Dann muss er es halt früh zeigen, weil ansonsten ist das, ihr habt schon richtig gesagt, auch ein Spieler, der dann vielleicht im Winter oder in der nächsten Saison dann tatsächlich nicht mehr in das Bild passen könnte, wenn er den Schritt dann nicht packt. Also ich sehe es zumindest so, vielleicht seht ihr es anders. Was ich krass finde bei ihm ist, dass diese Öffentlichkeit, die es jetzt um ihn gibt, die ist ein bisschen merkwürdig, so als wäre die Eintracht jetzt im Zugzwang so. Also es gibt so Artikel, wo steht, die Eintracht ist bei Barkok in der Zwickmühle, weil nächstes Jahr wechselt der ablösefrei, wo du denkst, ja gut, das kann halt sein, aber weiß nicht, ob Barkok in der Position ist, die Eintracht unter Druck zu setzen, sondern es ist ja auch nicht so, dass wir jetzt von einem Spieler mit einem unwahrscheinlich hohen Marktwert sprechen. Also ja, ist natürlich blöd, wenn dir dann da irgendwie Geld verloren geht, aber er ist jetzt weder der Schlüsselspieler, noch ist es jetzt so, dass du da irgendwie dann einen großen zweistelligen Millionenbetrag irgendwie aufs Spiel setzt. Also ich sehe das nicht. Schauen wir mal. Ich finde das auch ein bisschen überzogen wahrscheinlich einfach.
Vor allem, wenn man bedenkt, also ich ziehe da tatsächlich eine positive Bilanz insgesamt in den Spielerentwicklungen, weil wenn man überlegt, was wir auch vor der Saison gesagt hatten, was wir von einzelnen Spielern erwarten, allen voran auch So, wo wir gesagt haben, wir erwarten einfach, dass er sich jetzt in diese Mannschaft frisst und beißt, weil wir wissen, dass er Potenzial hat. Das hat er im und das hat er gezeigt, er war unverzichtbar. Also das war immer, wer spielt neben So, aber es war nie, spielt So. Es war klar, wenn er fit ist, spielt So, weil er eben dieser Spieler im Mittelfeld ist, den die Eintracht noch nicht hatte. Und er hat halt diesen Schritt gemacht. Das Gleiche auch mit Ndicka. Da haben wir auch gesagt, er muss jetzt zum Stammspieler reifen. Ist passiert. Okay, das war auch so ein bisschen eine Trainersache, weil ja, Hütter sich ja sehr lange gesträubt hat, Hinti und Ndicka zusammen aufzustellen. Dann war Abraham weg, musste er machen, aber da hat sich's ja auch gezeigt, Ndicka ist einfach der Stammspieler bei der Eintracht. Ja. Das ist ein sehr, sehr großes Innenverteidiger-Talent, wird wahrscheinlich auch nicht allzu lange noch hier bleiben, keine Ahnung. Ich hoffe schon, aber der wird wahrscheinlich auch seinen Weg gehen. Und dann hat man Tuta, der da irgendwie ganz überraschend einen sehr, sehr großen Schritt gemacht hat. Also es gibt viele Spieler, die einfach sich positiv weiterentwickelt haben, dass dann auch mal so ein Barkok drin ist, wo man noch so ein bisschen in den Seilen hängt und nicht genau weiß, wo der Weg hingeht, ist in Ordnung, denke ich. Ja, aber du sprichst an, ich finde es gut, dass es nochmal, also gerade beide, Jibril So auch hat sich zu Recht dann sein EM-Ticket jetzt gelöst, spielt dann für die Schweiz, wird vielleicht auch da noch mehr irgendwie Erfahrung sammeln, das finde ich geil, ich finde es cool, dass Jibril So diesen Sprung auch wirklich gemacht hat, es war ja auch einer der Lieblingsspieler, weiß ich noch, von Basti, der gesagt hat, ja, lass mal warten, lass mal gucken, Jibril So, der wird sich noch entwickeln, jetzt mit 24 ist er, glaube ich, bei der Eintracht angekommen. Wenn wir über eine Entwicklung, ich habe es vorhin schon gesagt, im defensiven Mittelfeld sprechen müssen, dann würde das neben Jibril So eher laufen. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir darüber sprechen müssen, vielleicht auch mal ein Backup eher für Sebastian Rode zu verpflichten, der auch Sebastian Rode Konkurrenz macht und dann beispielsweise mit So zusammenspielt. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Und Evon Dika, ja klar, auf der einen Seite natürlich jemand, der selbst der sehr, sehr, sehr gerne gelbe Karten sammelt, ja, aber an sich wirklich endlich mal regelmäßig gespielt hat, nach einer Verletzung dann reinkam und dann auch durchgespielt hat und auch sogar in einer gewissen Art und Weise, es hat nicht immer gereicht, ich erinnere an dieses Tor gegen Schalke, aber auch ein bisschen torgefährlich ist. Auch geil. Also da ist auch eine gute Entwicklung. Mal gucken, wie lange der spielt, aber das ist ein Material. Wir gucken auf den Kader und sagen, wow, das ist gut. Also selbst ein Touré, ich hätte auch nicht gedacht, dass ein Amami Touré jetzt noch mal reinkommt, ja. Ich meine, klar, immer so ein bisschen wechselhaft, aber auch das ist ein gutes, ordentliches Niveau. Wenn wir jetzt auf der rechten Mittelfeldposition entweder mit Da Costa oder mit jemandem, dem Spieler X, unterwegs sind für die neue Saison, ja. Mal gucken natürlich, was mit Costa ist, wissen wir vorher nie. Aber da glaube ich, da haben wir richtig Spaß dran. Hm. Ja, yes, sir. Das ist richtig. Wenn man dann, wie Marvin gesagt hat, auf der einen oder anderen Stelle vielleicht auch noch so ein bisschen verstärken kann den Kader, dann könnte da echt eine große neue Saison draus werden. Haben wir noch irgendwas jetzt mal nur mit Blick auf die Eintracht, was wir noch nicht besprochen haben, was ihr aber unbedingt in diesen Rückblick mit einbauen wollen würdet? Ich hoffe, das ist einfach die letzte Corona-Saison gewesen. Also, ja, das würde ich sagen. Das würde ich unterschreiben. Ja? Da gehen wir, glaube ich, alle mit. Ja, ja, da kenne ich wenige, die dem widersprechen würden. Es ist einfach wirklich, ja, ach, lustiger. Ihr lacht, ne? Ich habe jetzt irgendwie, ich weiß nicht, ob das ein Trollkommentar bei Fußball 2000 darunter gelesen, wo einer gemeint hat. Wahrscheinlich alle, ja. Ja, wir haben ja festgestellt, dass es jetzt ohne Fans auch funktioniert und wegen Klima sollten jetzt Fans zu Hause bleiben. Wir könnten es auch alles am Fernseher gucken. Wo ich mir gedacht habe, ob das jetzt wirklich ernst meint, was ist denn mit dir los? Ja, also ich sage, sage ich eins, Fußball mit Fans im Stadion, dieses Erlebnis auch nochmal neben dem, was auf dem Platz passiert, ey, das ist nicht zu ersetzen und ich freue mich darauf und hoffe, dass das jetzt wirklich der Fall ist, weil wir brauchen auch diesen Moment und das Geile ist, ja, wir sind jetzt alle noch ein bisschen abgefuckt und scheiß mit der Champions League, ja, vielleicht können wir es aber nächste Saison wieder angreifen, wer weiß, wie der Lieblingsspieler vieler Hörer und Hörerinnen Rustic noch performt in der nächsten Saison, ob er uns dann in die Champions League schießt. Ja, aber dann sind wir wieder europäisch und da habe ich einfach Bock drauf. Das müssen wir jetzt irgendwie, das muss jetzt rund gehen. Und das ist, glaube ich, so die Hoffnung, die ich habe. Ansonsten ziehe ich mein positives Fazit auch. Wir haben über Hütter gesprochen, haben viel über Hütter gesprochen in den letzten Wochen und Monaten. Aber auch, ich muss mal nochmal, allerletztes Mal ziehe ich meinen Hut vor Bobic. Der diese Mannschaft auch im Winter nochmal
sinnvoll verstärkt hat, auch wenn Jovic vielleicht nicht die krasse Verpflichtung war. Das konnte aber niemand wirklich vorhersehen. Ich finde, es waren trotzdem alles sehr, sehr smart. Ich gehe davon aus, dass ein Bas Dost uns jetzt nicht in die Champions League geschossen hätte. Insofern hat schon alles seinen Sinn. Eher nicht. Muss ich sagen, smart gemacht. Und die Eintracht in sichere Gewässer hat schwimmen lassen. Ja, ich glaube, rückwirkend kann man da sowohl dem geschiedenen Sportvorstand als auch dem geschiedenen Übungsleiter durchaus sagen, dass sie da ein solides Ding gemacht haben. Und man kann, wenn man jetzt mal diese ganze Kommunikationsthematik ausblendet, da glaube ich nochmal ein deutliches und ehrliches Danke loswerden. Und dann und wie Patrizia so schön gesagt hat, Werte geschaffen. Denn es sind wirklich, es haben sich wenige Spieler nicht verbessert, muss man ja wirklich wieder sagen. So in dieser ganzen Mannschaft, wir haben ja immer drüber gesprochen, eigentlich ist das Ziel, es wird einfach schwierig sein, so auf dem Top-Niveau die Spieler lange bei der Eintracht zu halten. Das ist einfach so, dafür sind wir noch zu klein, aber gerade diese Entwicklungsschritte von, das ist schon ordentlich zu, wow, das ist mittlerweile fast Weltklasse, ist schon super. Also und klar, muss man das auch dem Trainerteam und den Verantwortlichen nochmal auch ja gebührend zuschreiben, denn es ist schon verrückt. Also wir haben es jetzt hier gesagt, wir haben jetzt einen Spieler mal rausgenommen, wo wir sagen, oh, das war jetzt nicht so, vielleicht auch mal zwei, drei andere könnten wir vielleicht auch noch nehmen, aber im Großen und Ganzen in der ganzen Mannschaft hat eigentlich eine enorme Wertsteigerung in ganz schwierigen Zeiten stattgefunden. Und klar, wäre schön, wenn wir trotzdem den ein oder anderen Spieler halten können, aber ich glaube, Marvin, du hast es auch schon richtig gesagt, man baut zumindest auf einem sehr soliden Gerüst auf, denn wir sind uns alle sicher, es werden nicht alle den Verein verlassen und ja, damit kann man, denke ich, gut in die nächste Runde starten. Jetzt hole ich mir den Feser-Göser-Preis in den Eintracht-Podcast rein. Wer auf diesem soliden Fundament aufbauen wird, sind Krösche und Oliver Glasner, bei die wir wahrscheinlich jetzt sprechen, oder? Wow. Ja, können wir gerne tun. Ich hätte erstmal gerne auf die normale Liga geschaut, aber dann lass uns mal darüber sprechen. Wir haben ja eine große Saison vor uns oder eine Umbruchsaison vor uns. Auf was wolltest du schauen? Auf die Liga in Gänze einfach nochmal. Ich wollte nochmal mit euch über Absteiger und Aufsteiger reden. Das können wir gerne im Nachgang dann auch noch machen. Dann gucken wir jetzt erstmal auf das Thema Krösche und Glasner. Die nächste Saison ist zumindest, was die Personalien abseits des Platzes angeht, nämlich so im Staff, schon eine gewisse Umbruchssaison. Ich habe auch mal da aufgeschrieben, wer da so alles an Ab- und Zugängen ist. Wir haben auf der Abgangsseite die schon besprochenen Hübner, Bobic und Hütter. Es gehen aber auch Zeljowski, der mit zur Hertha geht, genauso wie Thomas Westphal, Gabor Ruhr und Matthias Borst, gehen auch alle mit zur Hertha. Und Babacar Varna auch, der war Scout. Mit Hütter, das hatten wir ja auch schon besprochen, gehen Reutershahn und Peitinger zu Schalke. Also da ist doch durchaus einiges, was so in diesem ganzen Staff-Bereich drin ist, was da jetzt Richtung anderer Vereine wechselt. Feststehende Zugänge. Warte, was hast du gerade gesagt zu Schalke? Habe ich Schalke gesagt? Hast du gerade zu Schalke gesagt? Ja, ich habe zu Schalke gesagt und ich habe Schalke aufgeschrieben, aus welchem Grund auch immer. Ist natürlich Gladbach. Wenigstens einer passt ja, Ich hab's nur gerade, sorry, ja, okay. Genau, also Hütter, Reutershahn, Peitinger gehen natürlich zu Gladbach, nicht zu Schalke. Warum sollte man zu Schalke gehen? Genau, und dann haben wir auf der Zugangsseite Krösche, der ja auch den einen oder anderen mitbringt. Er bringt Ole Siegel mit als neuen Referent Sportverstand und Timo Haddung als Leiter Lizenzspielerabteilung. Den einen kennt er noch aus Paderborner Zeit, den anderen kennt er aus Leipziger Zeit, den er mitbringt. Und Glasner als neuer Trainer, der Michael Angerschmidt als Co-Trainer tatsächlich mitbringt. Und da sind ja noch so ein paar Positionen tatsächlich offen. Ich glaube, im Scouting müssen wir jetzt vielleicht noch ein bisschen nachbessern und ein Analyst fehlt uns. Aber so generell ist, glaube ich, die kommende Saison durchaus so ein bisschen Umbruch. Und heute war ja Antritts-PK des Herrn Krösche. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob man ihn vorher einfach verdammt gut gebrieft hat, sodass er genau das gesagt hat, was ich als Fan gerne hören wollte, oder ob das tatsächlich so seine Art und Weise ist. Aber ich muss sagen, ich fand diese Antritts-PK doch sehr ordentlich und ich habe ein gutes Gefühl bei dieser Person. Ich weiß nicht, Basti, Marvin, Patrizia, ihr hattet die PK ja auch geguckt. Was war denn so euer Eindruck danach heute? Ja, also. Ja.
Ich weiß nie ganz genau. Also diese Pressekonferenzen sind, kannst du, glaube ich, Schablonen drüberlegen. Das sind immer die gleichen Sätze so. Also ich habe jetzt da nichts irgendwie für mich mitgenommen, wo ich dachte, okay, das ist jetzt speziell Krösche. Ich fand, das ist ein guter Typ, der irritierenderweise eine sehr ähnliche Stimme wie Oliver Bierhoff hat. Also wenn du auf ihn geschaut hast. Wenn du die Augen zugemacht hast, war schon ein bisschen... Hast du gedacht, okay, Bierhoff hockt da jetzt. Ja. Aber ich glaube, dass sich das bestätigt hat, was man so gehört hat, dass es ein guter Typ sein soll. Dass der auf jeden Fall Bock drauf hat, dass er lange unterschrieben hat. Dann hat da Herr Holzer, saß ja auch daneben, hat beschrieben, wie das alles abgelaufen ist, dass man sich sehr lange unterhalten hat, dass Krösche weiß, worauf er sich einlässt und so weiter und so weiter. Also es ist auf jeden Fall nichts Negatives passiert. Ob jetzt auf so einer Pressekonferenz was Positives passieren kann, weiß ich nicht. Aber ich glaube, mir ging es wie dir, René. Ich war auf jeden Fall zufrieden, sozusagen. Okay, das scheint ein geiler Typ zu sein. Vielleicht ist es auch noch ein bisschen so, dass dieses Bobic-Hütter-Ding nachschwingt, dass du dir immer nach jedem Satz sagst, ja klar, das sagt er jetzt halt und keine Ahnung, was in anderthalb Jahren ist, dann geht er wieder weg. So ein bisschen, muss ich sagen, lasse ich das vielleicht nicht alles an mich ran, zu denken, oh, der hat ja wirklich klar Bock auf die Eintracht, weil am Ende erzählt das dir jeder, der hierher kommt. Ist so. Mhm. Auch die Leute, die nach einem halben Jahr wieder weg sind, die sagen, oh, Eintracht mit den Fans. Ich glaube, die Leute wissen, dass man das hören will, aber es ist trotzdem auch so, dass das, hätte ich zwar nicht gedacht, aber es scheint ja nicht alle Leute zu wissen, dass man das so macht. Weil das ist ja eigentlich klar. So, soll ich jetzt irgendwo hingehen und sagen, ja, ich wollte eigentlich dahin, aber jetzt bin ich hier, so, nee. Sondern klar, dass das alle sagen. Aber gerade bei Hütter und Bobic haben wir es gesehen, dass es eben nicht selbstverständlich ist, dass man in Sachen Kommunikation irgendwie up to date ist. Also das scheint auf jeden Fall zu sein. Und von daher, ich habe Bock drauf. Ja. In dem Zusammenhang fand ich auch lustig, dass er auch da ja nochmal in der Richtung auch nochmal so eine kleine Spitze losgetreten hat, als er ja gefragt worden ist zu dem Thema Glasner und ob denn da zwischendrin irgendwie das Interesse abgeebbt wäre und ob das jetzt irgendwie um Ablöse zu sparen, wo er dann auch gesagt hat, so nach dem Motto, nee, das Interesse ist nicht abgeebbt, aber die standen halt noch in einem sportlichen Wettbewerb und da gehört es halt zur Professionalität dazu, dass man da jetzt dann vielleicht hier nicht irgendwie große Aufruhr macht, sondern wartet, bis halt der ganze Rums durch ist. Da hat er nochmal so eine schöne Spitze losgetreten, das fand ich einfach charmant. Ja, das auf jeden Fall. Also grundsätzlich ist es halt so, es war eine professionelle PK, es beruhigt mich. Ich bin raus, ehrlich gesagt, aus dem Inner Talks bezüglich der SGE. Das muss ich auch wirklich mal gerade sagen, dass ich dann wirklich jetzt den Cut auch mache. Die Saison ist vorbei und alles, was jetzt in irgendwelchen Transfermarktforen die ganze Zeit verbreitet wird, weil drei Leute sich irgendwie eine interessante Idee gemacht haben, die davor aber auch den Trainer jetzt schon die gar nicht mehr an Glasner gedacht hatten und ganz andere Trainer schon hier gesehen haben und so weiter und so fort. Ja, es ist halt nichts geworden, so, ne? So ist es bei allem Respekt. Das ist halt ein Fun-Forum, das macht bestimmt auch Spaß und dann guckt man sich auch so dann die Spiele an, die passen könnten. Da sind auch viele Expertinnen sicher dabei. Aber bis eine Vertragsunterschrift nicht auf einem Kontrakt fest unterschrieben ist, beziehungsweise fest unterzeichnet ist, bin ich da mittlerweile ein bisschen vorsichtig. Ja. Ich mag das in die letzten Wochen vor Ende des Transferfensters oder die letzte Woche, da bin ich dann auch wieder dabei und höre mir das alles ganz genau an. Aber diesen Break mache ich jetzt einfach mal und habe diese Pressekonferenz gesehen und habe gedacht, ja, das ist okay, da habe ich ein gutes Gefühl. Ich hab das Gefühl, ich glaube, er weiß, was er tut. Du hast eben angesprochen, es gab viele Abgänge im Staff-Bereich, die werden jetzt wieder aufgefüllt. Das ist ein ganz normaler Prozess. Dadurch, dass halt einfach sehr, sehr, dass ein nicht nur ein Bobic geht, sondern auch sein Staff geht, dann ist es genauso so, dass ein Krösche kommt und seine Vertrauten, seine Spusis hier landen. Das ist alles klar, das hatten wir beim Trainer ja auch schon immer gesehen. Insofern, für mich alles cool. Ich habe das Gefühl, es geht in die richtige Richtung. Wenn sie jetzt mit den richtigen Stellschrauben auf dem Transfermarkt agieren, wir haben ja letztens schon über Blanco gesprochen, was ein erstes Ausrufezeichen war, auch was er jetzt noch mal erwähnt hat. Ich glaube, das unterstreicht schon die Deutlichkeit dieser positiven Überraschung. Dann können wir weitersehen. Für mich ist es ein gutes Gefühl, aber es muss geliefert werden. Und Bassi hat es ja richtig gesagt. Auf der einen Seite, klar, das wollen die hören, das wollen Fans hören, das ist in Ordnung. Neben den ganzen schwachsinnigen Worthülsen, die ich von irgendwelchen Journalisten und Journalistinnen gehört habe, jetzt weiß ich auch, hat er eine Schultüte bekommen oder eine Kaffeetasse? Liebe Leute, oder einen Obstkorb bekommen. Also du siehst, abgesehen davon, dass diese Frage hanebüchner Unsinn war und ich mich mittlerweile echt frage, welchen Quatsch sich da mittlerweile Leute irgendwie ausdenken, ist das ernsthaft für ein FFH-Publikum interessant? Das ist eine wirklich ernsthafte Frage. Ich, ohne Scheiß, ich gucke bewusst diese Pressekonferenzen
sehr rudimentär. Oder nur Zusammenfassung und lese sie. Aber was da teilweise für dumme Fragen gestellt werden, ist denn, ich weiß, dass eine Ausrichtung eines Unterhaltungsradioformats eine andere ist als eines nachrichtlich geprägten journalistischen Mediums. Aber müssen denn solche absolut spusihaften, anbiedernden Fragen andauernd sein? Das ist wirklich... Nee, also ganz ehrlich, der Sportjournalismus hat sowieso manchmal ein Problem mit, ja, wenn du siehst, dass jeder, oh, ja, der Kalle, ja, und so weiter und so fort, diese ganze Spusi-Wirtschaft, das ist jeder, der Politikjournalismus betreiben würde, dem würde ich das links und rechts eine abwatschen. Im Sportjournalismus funktioniert das anscheinend, dass man hier so Kumpeltypen macht. Aber das ist trotzdem erbärmlich, wenn irgendjemand deinen Job ernst nimmt. Ja, oder ernst nehmen soll, dann solltest du dich vielleicht mal ein bisschen professioneller verhalten und nicht solche Schwachsinnsfragen und heute ist ja gut, hallo, na und, wie geht's Ihnen, hat der Kaffee gut geschmeckt? Leute, bisschen Distanz ist für Professionalisierung vielleicht gar nicht so schlecht, kann ich nie nachvollziehen, sorry, dass jetzt aus mir rauskommt, weil je mehr Pressekonferenzen ich mir angucken muss, desto mehr stelle ich mir die Frage, wie wenig Distanz überhaupt noch erlaubt ist. Also das ist wirklich, keine Ahnung. Ganz ehrlich, ich würde jeden links und rechts abwatschen, wenn Volker Bouffier solche lapidaren Fragen gestellt würde. Da würde ich echt fragen, was ist denn hier los? Du musst kritisch hinterfragen. Was wird hier für eine Scheiße gemacht? Warum sind wir so langsam in Sachen Impfung? Was ist jetzt hier los? Die Zweitimpfung, wann kommen die an für die Leute und so weiter und so fort? Jetzt sind wir mit den Erstimpfungen so hoch, aber mit den Zweitimpfungen nicht. Wann gibt's die Öffnung? Wo ist das Langzeitkonzept für Leute, die Open-Air-Sachen machen wollen? Zack, zack, zack. Ich muss nämlich harte Fragen stellen und nicht solche Spusi-Fragen. Und dann wundert man sich tatsächlich, dass es einige Leute gibt, die sagen, Sport in Anführungsstrichen Journalismus. Wenn ihr das ernst meint, dann sollte da wirklich eine Trennung mal auch funktionieren. Also, es kann nicht jeder Fußball 2000 sein, das kann ich auch feststehen. Aber vielleicht sollte man das dann wenigstens klarer machen. Tut mir leid, kleiner Exkurs, aber manche Fragen irritieren mich doch. Ja, du hast ja recht. Also waren durchaus Fragen dabei, die so einen gewissen Fremdschämencharakter haben. Und auf der anderen Seite fand ich, dass da durchaus Möglichkeiten für kritische Nachfragen quasi schon in der offenen Tür lagen und man irgendwie es nicht geschafft hat, die da irgendwie anzunehmen und da nochmal eine Nachfrage zu stellen. Also es hat mich auch ein bisschen... irritiert. Und bei allem muss ich tatsächlich auch mal loben, denn es gibt tatsächlich Leute, die, ne, Christoph und Michael sind in den letzten Wochen nämlich immer gut gemacht. Das muss ich auch mal ganz, ganz klar sagen, auch mal positiv erwähnen. Denn der hat tatsächlich bei Bobic mal kritisch nachgefragt und bei Hütter und so weiter und so fort. Ja. Und der ist jetzt hier nicht in einem Podcast dabei, das hört er auch nicht, das ist auch vollkommen egal, aber das war trotzdem positiv, das will ich auch mal erwähnen. Also es gibt schon Leute, die dann gewisse Distanz waren. Beispielsweise auch beim Kicker merke ich das regelmäßig oder die FAZ-Leute und so weiter und so fort. Aber es ist halt auch, es gibt eine befremdliche Nähe manchmal und da muss man sich schon fragen, willst du jetzt auf einen Kaffee eingeladen werden? Ich weiß, dass die Eintracht da auch durchaus ein bisschen rigider sein kann, ja, und dementsprechend auch vielleicht Zugänge nicht so ganz einfach dann machen könnte oder sowas, aber eine Professionalität gehört auch dazu und dann muss ich, kauf dein Bierchen halt nachher und dann setzt ihr euch irgendwo hin, aber das muss man in der Pressekonferenz nicht so klar werden. Sorry. Wieder ein normales Thema. Es kam aus mir raus die letzten Wochen, zu viele Pressekonferenzen gesehen. Ja, macht so ein bisschen den Eindruck. Kannst dich ja auf die EM freuen, da musst du dir wahrscheinlich noch mehr davon angucken. Ja, aber Krösche als Sportvorstand ab heute dann auch offiziell im Amt. Ich glaube, da haben wir eine ganz solide Verpflichtung gemacht, auch gerade was so das Thema Durchlässigkeit der Jugend angeht. Das ist ja auch so ein Thema, was er heute angesprochen hat. Das lässt ja auch durchaus hoffen, wenn man mal in Richtung Nachwuchsleistungszentrum guckt, wo wir vielleicht auch gleich nochmal kurz drüber sprechen müssen. Und die zweite Personalie kommt ja dann zum 1.7., nämlich der neue Cheftrainer Oliver Glasner von Wolfsburg. Ich hatte heute Mittag mal auf Instagram gefragt, was so eure Meinung dazu ist. Bis auf den Kommentar von den drei Kotzen, mit den drei Kotzen und Smileys von der Alex, waren alle so eher neutral bis positiv, was so dieses Feedback ganz oft dazu war, war so dieses Thema sportlich top, aber emotional fehlt so ein bisschen. Also viele hätten sich, glaube ich, wenn man sich das so die Anmerkungen durchliest, eher einen emotionaleren Trainer gewünscht. Was ist denn so euer Take dazu? Wie zufrieden seid ihr mit der Verpflichtung von Oliver Glasner als neuen Cheftrainer? Patricia, mach du doch mal den Anfang.
Ja, ich habe ja keinen Hehl draus gemacht, dass mein Top-Kandidat ein anderer war, der jetzt in Leverkusen untergekommen ist. Ja, was ist denn da bitte schiefgelaufen? Warum geht denn der zu Leverkusen? Ja, ich bin mir sicher, dass das wegen der Fußball-2000-Folge war, weil Weide den Namen nicht aussprechen konnte. Ja, aber gut, okay, dann ist Weide schuld. Damit kann ich leben. Ich glaube, das war der Punkt. Nee, aber insgesamt, ich bin da tatsächlich eigentlich sehr positiv eingestellt. Also, ja, ich finde, das war eine vernünftige Entscheidung. Das war wahrscheinlich sogar auch die, ja, nicht offensichtlichste, aber ja, vernünftigste Entscheidung einfach. Du hast einen Trainer, der Bundesliga-Erfahrung hat, der internationale Erfahrung hat, der hat auch nicht irgendwen in der Bundesliga trainiert, der jetzt, keine Ahnung, unten rumdümpelt. Nee, der hat Wolfsburg in die Champions League geführt. Klar, mit einem Etat, den die nun mal haben, aber trotzdem, ich denke, das ist ein sehr guter Trainer und da hat die Eintracht schon einen guten Fang mitgemacht. Und tatsächlich ist auch dieses Emotionalitätsding für mich nicht so wichtig. Also ich finde, es wird immer ein bisschen zu hoch gehängt, weil, also für mich persönlich, solange er gute Arbeit macht, ist es mir letztendlich egal, ob er deiner Seitenlinie jetzt auf und ab springt und rumschreit oder ob er da relativ ruhig und gelassen rangeht. Der wird seine Gründe haben, er ist vielleicht auch einfach nicht der Typ. Es gibt Menschen, die sind extrovertiert, es gibt Menschen, die sind introvertiert. Das ist mir eigentlich ehrlich gesagt alles gleich, solange er hier seinen Job macht. Und das werden wir ja sehen, wie das funktionieren wird. Bin aber tatsächlich sehr, sehr positiv drauf eingestimmt. Und ich glaube, das war es schon. Ich glaube tatsächlich auch, dass er gar nicht mal so zurückhaltend ist, wie viele jetzt auch tun. Weil, soweit ich mich erinnere, hat er immer mal so einen Seitenhieb oder einen frechen Spruch schon auf den Lippen. Und ja. Ich habe jetzt nicht so viele Wolfsburg-PKs geguckt, haben wahrscheinlich sehr viele andere Leute auch nicht getan. Von daher können wir wahrscheinlich auch noch gar nicht richtig einschätzen, wie er letztendlich ist. Also wirkt er nach außen hin nur sehr reserviert und ruhig, aber ist aber trotzdem irgendwie ein lockerer Typ. Oder ich glaube, also ich persönlich kann das noch nicht so richtig einschätzen. Von dem, was ich so ein bisschen mitbekommen habe, glaube ich, da steckt sogar mehr dahinter, als wir uns jetzt so auf den ersten Blick vorstellen können. Von daher bin ich da eigentlich relativ positiv gestimmt. Das ist doch cool. Aber Basti, wie ist es denn bei dir? Weil ich weiß, als wir unsere erste Reaktion direkt danach gemacht haben, waren wir alle eher so ein bisschen verhaltener. Und also es gab ja schon fast Kontroverse in unseren Kommentaren bei Fußball 2000. Warum freut ihr euch nicht? Und so, geil. Basti, wie siehst du das mittlerweile? Ja, also bei mir kam es von Tag zu Tag mehr, dass ich mich gefreut habe. Als es so war, habe ich erstmal gar nichts gefühlt, als er bekannt gegeben wurde, weil ich dachte, okay, ja, ist irgendwie Adi Hütter in grün, so. Aber dann ist so ein bisschen, umso mehr Gedanken ich fassen konnte, umso zufriedener wurde ich, muss ich sagen. Also das ist so eine geile Lösung auf den zweiten Blick. Es ist wie so ein geiles Musikalbum, wo du erstmal beim ersten Hören denkst, und beim zweiten Hören denkst, oh, das Lied's geil, beim dritten Hören denkst, oh, das ist auch noch ganz geil. Weil bei mir kam es so ein bisschen, es hat gedauert, weil ich mach keinen Hehl draus, Patricia ist es nicht so wichtig. Ich find's schon geil, wenn du einen Trainer an der Seitenlinie hast, der ausrastet, so, wo ich denke, Alter, der überträgt die Power und dann geht die auf die Ränge und auf die Mannschaft und du rohrst irgendwie so ein geiles Jahr durch und der, keine Ahnung. Aber ich glaube, dass das wirklich zweitrangig ist, so. Also, es gibt ja, überlegt euch, wie viele Kasper es gibt, die an der Seitenlinie rumschreien und von Taktik überhaupt keine Ahnung haben, so. Also, schöne Grüße. Ja, also, auch nur so ganz unter dem letzten Atem noch durchgepresst. Schöne Grüße nach. Ja, es ist so, dass es viele, viele Trainer gibt, die wirklich so denken, die wären Jürgen Klopp, dabei ist nichts dahinter, so. Also, viel wichtiger ist, dass er ein absoluter Fachmann ist. Das hat man schon aus Linz gehört, das hat man in Wolfsburg jetzt gesehen, dass er sehr, sehr taktisch arbeitet und so weiter. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass er ein Upgrade zu Hütter ist. Er wirkt auf mich ein bisschen smarter als Hütter. Hütter war für mich ein ganz weirder Typ, ehrlich gesagt. So, guter Trainer. Hat auch absolut immer die Mannschaft motivieren können, wenn es wirklich um alles ging. Zumindest als er noch voll auf die Eintracht fokussiert war, war es immer so. Bei Glasner, glaube ich, der ist so ein bisschen durch die Hintertür smart. Man merkt es vielleicht nicht auf den ersten Blick, aber vielleicht ist er sogar ein lustiger Typ und vielleicht hat er auch Bock, hier sich ein bisschen mehr durch dieses Umfeld zu emotionalisieren, weil von was willst du dich in Wolfsburg emotionalisieren lassen? Also ich glaube, das ist eine sehr, sehr, sehr gute Lösung, weil fachlich gut. Und ich habe irgendwie das Gefühl, obwohl wir Schiss hatten,
was kommt jetzt nach Bobic und wird hier irgendwie was einbrechen und was kommt nach Adi Hütter und beide zusammen gehen. Ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, und das hätte ich nicht gedacht, dass die Eintracht sich auf beiden Positionen verbessert hat. Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Dennis, wolltest du erstmal? Ich wollte dich jetzt gar nicht unterbrechen. Mach du erstmal. Naja, alles gut, Marvin. Bei euren beiden Ausführungen, beziehungsweise auch das, was Patricia schon gesagt hatte, kann ich eigentlich fast gar nichts mehr hinzufügen. Denn ich denke auch, es ist ein total solider, das Wichtigste ist eben, er versteht sein Handwerk. Er hat in Wolfsburg gezeigt, dass er aus der Mannschaft, klar, die okay aufgestellt ist, aber jetzt auch nicht übermäßig gut in die Champions League eingezogen ist. Im Endeffekt konnte er natürlich dort sehr ruhig arbeiten. Ihr habt schon gesagt, auch diese Kritik an, er ist nicht emotional oder er ist kein lustiger Typ oder sowas. Ich kann es überhaupt nicht einschätzen. Ich habe überhaupt nichts von ihm vorher, außer das, was dann kurz vor den Transfergerüchten immer aufgekommen ist. Hast du ja eigentlich gar nicht viel von ihm mitbekommen. Dementsprechend, ich bin gespannt und ich freue mich eigentlich auch auf ihn. Und ich finde es eigentlich ist dann ja auch wieder ein total smarter Move von der Eintracht gewesen, nicht die Kaufoption zu ziehen, sondern im Endeffekt hier die 3,5 Millionen zu sparen und trotzdem das Ding hier mit Glasner mit einer soliden Nummer zu besetzen. Also ich bin auch bis jetzt zufrieden. Wenn wir sehen, wie so die Saison verläuft, dann ist ja manchmal die Zufriedenheit schnell erstmal etwas getrübt. Hoffen wir einfach mal, dass hier nicht der Fall ist. Ja, wir werden sehen, wozu es wert ist. Ne? Also im Endeffekt hat die Eintracht sich im Vergleich zu Borussia Mönchengladbach, anderen Vereinen auch professioneller verhalten, hat moralisch die Oberhand behalten, denn nicht während der Saison irgendwie da Unruhe reingebracht, auch wenn es immer mal wieder Unruhe diesbezüglich gab, aber hat den Vertrag dann wirklich erst am Saisonende klar gemacht. Fand ich ein cooler Move. Ich, wie gesagt, bin jetzt nicht aus dem Häuschen. Ich habe mich jetzt nicht freiwillig vom dritten Stock oder so geworfen oder so. Ich habe dann gedacht, okay, naja, mal erstmal abwarten und so. Aber natürlich ist es eine geile, sichere Variante, denn wir dürfen nicht vernachlässigen, die Eintracht holt hier einen Trainer, der sogar noch eine Position über der Eintracht, also den vierten Tabellenplatz geholt hat, von einem, ja, man mag es geil finden, man mag es nicht so geil finden, ziemlich ein Top-Verein, muss man sagen, hat mit denen ordentliche Arbeit, hat in die Champions League gebracht. Das ist eine richtig geile Nummer. Die Eintracht kann also tatsächlich einen Trainer eines Tabellenvierten verpflichten. Insofern bin ich da echt cool. Ich hoffe, dass es so kommt, wie Basti gesagt hat, dass es am Ende vielleicht sogar ein Upgrade ist. Kann nicht schaden. Ich finde, es ist eine richtig gute Nummer. Es ist mir wesentlich lieber als viele Namen, die anderweitig gerüchtet wurden, wo ich dann irgendwie schon von Leitl gehört habe. Da habe ich mir gedacht, Alter, also wirklich, wenn ihr jetzt mit Leitl anfängt, bei allem Respekt, ja, Kräuter Fürth ist auch so ein Verein, den wirklich niemand braucht. Und ich weiß, jetzt in den Kommentaren kommt ja wieder, oh, jetzt hat er was gegen Kräuter Fürth gesagt. Liebe Leute, Kräuter Fürth in der Bundesliga, habe ich null Bock drauf. Ich bin so unfassbar froh, dass Köln die Klasse gehalten hat. Weil das wäre noch schlimmer gewesen. Wenn ich mir die Zweitliga angucke, dann denke ich, Alter, die ist schon nice. Aber die Erstliga, schwierig. Fürth macht's nicht besser. Leitl, vielleicht ein guter Trainer. Aber ich bin sehr froh, dass wir statt Leitl einen Glasner bekommen haben. Super Nummer. Und jetzt lehne ich mich zurück, gucke, was er mit den jungen Spielern macht, welches Konzept sie verfolgen. Und dann schauen wir mal. Die Anlagen sind da. Es läuft. Also, Marvin hat neben Nürnberg sich jetzt auch in Fürth noch beliebt gemacht. Also, ja. Marvin ist Kann, darf er Marvin. Nie wieder hin. Also man darf natürlich jetzt, du hast es gerade eben angesprochen, wir haben einen Trainer geholt von einer Mannschaft, die tabellarisch über uns steht, der zur Eintracht kommt, obwohl er dort jetzt hier nicht Champions League spielen kann, sondern nur Europa League, aber trotzdem ja irgendwas gesehen haben wird, außer dem Geld, weswegen er diesen Schritt gegangen ist. Und ich glaube, wir haben auch Glück gehabt, René, ganz kurz, wenn du über die Gründe reden willst. Wir haben einfach Glück gehabt, dass Jörg Schmadtke dort arbeitet. Ich glaube nicht, dass der... ich glaube, der wäre niemals weggegangen. Meinst du? Warum auch? Also der führt die Champions League, macht das ganz gut. Warum sollte der weggehen? Es kann nur den Grund geben, dass auch scheinbar bei VW Leute nicht mitbekommen haben, dass Schmadtke ständig mit irgendwelchen Leuten aneinander gerät. Ja, das ist richtig. Und dann sagen, okay, wir behalten aber die Jörg Schmadtke. Sie scheinen nicht ganz dicht zu sein. Gehen Sie weg. So wurde also denkst, du meinst, den Obstkorb in dem Fall bekommt dann nicht Glasner, sondern Schmadtke von der Eintracht. Dafür, dass er da die Unruhe angefangen hat. Nee, ich jetzt mal ganz im Ernst, ganz kurz. Also wenn du über Jörg Schmadtke redest und du guckst mal ein bisschen in die Vergangenheit, der ist in jeder verschissenen Station ist der mit dem Trainer aneinander geraten. Das ist richtig.
Ja, nicht nur mit dem mehrfach, Trainer. Mehrfach. Ja. Verschiedensten Gründen in der jeweiligen Station. Also da, ich will da jetzt gar nicht spekulieren, weil wir nicht bei 93 sind, aber es sind die verschiedensten Dinge vorgefallen. Und dass du als VfL Wolfsburg sagst, okay, mit Sportdirektor und Trainer geht es nicht weiter und ich entscheide mich für diesen Sportdirektor. Ich weiß nicht, ob das von Wolfsburg ein smarter Move war, muss ich sagen. Weil eigentlich, hätte, wenn ich Wolfsburg gewesen, hätte ich den Trainer behalten. Das Ding ist ja auch, das ist das zweite Mal. Die hatten das ja auch schon mit Labbadia und Schmadtke, glaube ich. Naja, und da hast du dich schon für Schmadtke entschieden. Und jetzt passiert es wieder und du sagst wieder, nee, stimmt, komm, lass einfach mal einen Schmadtke festhalten. Das ist wahrscheinlich nicht schlau, aber soll mir auch recht sein im Endeffekt. Ja, ohne Mist, normalerweise sagt man, bei Labbadia weiß man nicht, wer der Schlimmere ist. Ja, wollte ich gerade sagen. Ist. Also die haben wahrscheinlich einen Vierer gehabt, Alter. Ja, aber jetzt im Nachklapp, wenn das auch mit Glasner passiert, von dem wir ja anders denken als von Labbadia wahrscheinlich. Wie meinst du das jetzt? Ja, ist auf jeden Fall schwierig, muss ich auch sagen. Also ja, aber ich meine, aber wirklich, das ist wirklich ein Tor, was sich normalerweise nicht aufmacht. Also normalerweise holst du nicht den Trainer von demjenigen, der vor dir auf dem Champions-League-Platz steht. Warum sollte das überhaupt passieren? Und der Wolfsburg kann, glaube ich, auch noch mehr Geld in die Mannschaft investieren und so weiter und so weiter. Also von daher hat man da echt Glück gehabt, dass es da scheinbar wirklich Differenzen gab. Definitiv. Und wie gesagt, die Zugverbindung ist auch klasse. Da gab es ja auch ist ja klar, dass viele ICEs Wolfsburg überfahren. Passiert ja in Frankfurt mit Sicherheit nicht. Es gibt eine direkte Zugverbindung zu seiner Family nach Österreich. Wir lachen, aber das ist tatsächlich vielleicht echt ein Vorteil. Oder vielleicht kommen die auch hierher. Kann ich mir schon vorstellen. Also da kannst du schön mit dem ICE mal hin und her fahren. Also ich glaube, das ist eine ganz coole Sache und lassen wir uns mal überraschen. Es ist so, dass er mit vielen guten Spielern schon zusammengearbeitet hat. Er hat einige Spiele auch schon noch besser gemacht. Ich glaube, er kann auch ein paar mitbringen. Alter. Ja, ohne Mist, ein Babu. Bring einfach einen Babu. Wehkost. Dann haben wir, Wehkost. Alter, ja, der Wut. Wut. Ah, das wäre auch. Ja, wohl, nee, Wehkost doch nicht. Am Ende schwurbelt der hier weiter. Ja, okay. Ja, ich wollte eure Euphorie gerade nicht bremsen, aber ich hatte jetzt auch nicht den Bock. Aber im ersten Moment hatte ich halt überlegt, so Silva und Wehkost, also im Doppelsturm mit Younes dahinter. Ja, aber das ist, glaube ich, wieder zu langsam. Ich glaube, was echt auch ein geiler Seitenhieb von Krösche nochmal war, ganz kurz, war, dass er gesagt hat, ja, wir brauchen in der Offensive schon ein bisschen Schnelligkeit. Und dann hätten wir ganz ehrlich als Eintracht-Podcast gesammelt da sitzen müssen auf der PK und hätten schreien müssen, ach nee, Alter. Ja, da waren sowieso einige Spitzen in der PK drin. Auch Holzer, der ja dann auch nochmal gesagt hat auf die Frage so mit dem Etat, wo er dann gesagt hat, so ja, es gibt ja auch Vereine, die können ja von außen irgendwie Geld nachschießen, härter. Also da war ja auch nicht so komplett... Das war so eine sogenannte Spitzen-PK, lieber René. Ja, jetzt fehlt hier irgendwie der Tusch, den man einspielen könnte. Den habe ich leider nicht auf dem Soundboard. Oder habe ich ihn doch? Nee, habe ich doch nicht. Also dann lassen wir tatsächlich Wout Wehkost mal da sein, bevor er uns dann die Impfzentren anfackelt oder sowas. Das wäre natürlich lustig. Alter. Ja, das wollen wir dann tatsächlich nicht. Also kann ich mal gucken. Der soll mal bei der Europameisterschaft performen und es gibt genügend andere Leute. Aber wie gesagt, ein Babu oder so nehme ich gerne mit. Und dann mal gucken. Ja, ich meine, das wird sowieso ja auch spannend, wie das dann spielsystemtechnisch dann in der neuen Saison mit Glasner aussieht. Er hat ja jetzt auch ein großes Thema auch mit der Defensive gehabt in Wolfsburg. Also, und er spielt ja, glaube ich, auch präferiertes System eher mit Viererkette. Also es könnte dann halt auch nochmal spannend sein, was das dann für Auswirkungen hat und gerade auch mit Blick auf die Transfers, was sich da vielleicht an der einen oder anderen Stelle nochmal tut. Wobei, wenn ich mich richtig erinnere, Lenz von Union, der kommt, ist doch, glaube ich, auch Linksverteidiger, ne? Yes. Okay. Ja, also von daher, ein bisschen Material wäre ja auch da. Also ich freue mich tatsächlich auf die neue Saison. Ich glaube, wir haben da doch durchaus solide Verpflichtungen getätigt, was Sportverstand und Trainer angeht. Auch wenn ich nach wie vor noch diese emotionale Komponente an dieser Stelle so ein bisschen vermisse, aber Patricia hat mich jetzt so ein Stück weit überzeugt, dass da vielleicht noch mehr drin steckt, was man einfach nur in Wolfsburg nicht gesehen hat, weil man da so wenig von gesehen hat. Lassen wir uns mal überraschen. Und dann gab es ja noch eine Meldung, die hat mich tatsächlich sehr kalt gewischt und erwischt und überrascht, aber vielleicht hat Marvin da so ein bisschen Hintergrundinformationen, dass Polenz und Broich nach nicht mal einem Jahr aus dem Eintracht-Nachwuchsleistungszentrum da jetzt rausgehen,
hat mich schon so ein bisschen irritiert. Liegt das wirklich an dieser ganzen Möller-Thematik oder was sind da die Hintergründe? Hast du da noch irgendwelche Einblicke, die ich nicht habe? Na gut, also Phil hat ja schon relativ viel gesagt und ich glaube, dass da halt, also dass das Projekt halt ein bisschen sich schwieriger gestaltet hat, hat man ja gemerkt. Und dass Broich eh auch offenbar nicht mehr ein ganz großes Interesse hatte, in dieser Position weiterzuarbeiten, ist ja dann auch, hat er ja dann auch irgendwie mehrfach klargestellt. Also es scheint so zu sein, dass ihm diese Arbeitsbelastung offenbar im täglichen Geschäft gar nicht so wirklich gefällt. Polenz ist ja jetzt auch zur Hertha gewechselt. Das Ding ist, du hast Vorschläge, du hast Ideen, die könnten nicht so ganz umgesetzt werden. Und jetzt zieht der Trost, der diese Ideen hatte, ja weiter zur Hertha. Und dann ist es ganz klar, dass es auch da Veränderungen gibt. Wichtig ist halt, dass wir jetzt neu versuchen, das Ganze aufzubauen. Denn und da müssen wir sagen, ist ja mit das größte Problem, auch wenn wir den e.V. sehen, es gibt gute Ideen vielleicht. Man weiß halt ehrlich gesagt nicht genau, wie es mit Möller weiterläuft, was da noch passiert. Aber du musst dir jetzt ein Konzept erarbeiten, beispielsweise, ne, es gab ja mal die Idee, dass wir eine U23 irgendwie installieren, das hat man wieder verworfen, auch wegen Corona. Du musst jetzt überlegen, eine neue Spielphilosophie vielleicht irgendwie an den Mann und die Frau zu bringen und im Zweifel auch vielleicht dich im professionellen Trainerstab nochmal zu entwickeln. Aber du musst dann halt auch dementsprechend Ergebnisse sehen. Das ist durch Corona alles komplett zusammengewürfelt worden. Jetzt ist aber der nächste Schritt muss dann passieren. Aber ich glaube, Kröscher hat da auch ein Auge drauf. Da gab es ja auch einige Fragen der letzten Zeit. Das müssen wir abwarten. Aber ich glaube, am Ende ist es auch jetzt kein Drama. Denn es ist jetzt nicht der Coach der U19 gegangen, sondern das war wirklich krasser Jugendbereich. Und natürlich sind die gehypt und das sind bestimmt auch korrekte Leute. Aber es ist jetzt auch bei keinem anderen U-Trainer würden wir uns so verrückt machen. Ich glaube, da müssen wir ein bisschen die Kirche irgendwie ein bisschen im Dorf lassen. Die Kirche müssen wir ein bisschen im Dorf lassen. Ich glaube, das hilft tatsächlich sehr. Und ich hoffe, dass alle zum Spielbetrieb zurückkehren. Auch wenn man die immer zusammengeworfen hat, man muss auch getrennt betrachten. Also das haben ja alle gemacht, so die beiden gehen, sondern Polenz geht zu Berlin und Broich hat irgendwie ganz andere Sorgen. Also verhält sich bei beiden ganz anders. Und das ist im Endeffekt, glaube ich, auch Teil dieser Personalrochade, die René da auch schon aufgezählt hat. Also ja, muss man schauen. Im Endeffekt wird Krösche das bewerten. So. Und dann werden Gespräche stattfinden. Und vielleicht kommt er zu dem Schluss zu sagen, okay, Andreas Möller habe ich jetzt nicht installiert, ist jetzt auch nicht meine erste Wahl. Ich kenne einen von da und da, den finde ich besser, kann auch passieren. Ja. Es ist halt so, dass die Eintracht damals zu Potte kommen muss. So, Punkt. Das ja. ist halt einfach das, so, weil das jetzt sagst, aber auch wirklich schon seit Jahren. Also das ist jetzt quasi auch so der letzte Punkt. Ich glaube, danach kannst du es dann auch irgendwann komplett abschreiben. Ja, die Eintracht ist halt darauf angewiesen, wie wir feiern das immer, ne? Also wir feiern das immer zu sagen, hier, junge Spieler hier, junge Spieler da, aber die kommen halt alle nicht von uns. Ja, ist so. Richtig. Da kannst du noch so toll sagen, hier, der hat sich entwickelt, du hast ja halt nicht ausgebildet. So. Und da müsstest du schon echt noch dicke Bretter bohren. Man hat irgendwie das Gefühl gehabt, Bobic hat da was angestoßen, dann gab es da aber auch wieder Veränderungen. Das heißt, selbst die Aufbauarbeit von Bobic ist zwischendrin nochmal korrigiert worden, so. Ja. Erinnert euch an Pizzaioli, der hatte irgendwann nicht mal meine E-Mail-Adresse hier, war trotzdem die ganze Zeit da und ja, also mal gucken, weil selbst wenn Krösche jetzt was Neues anstößt, heißt es ja noch nicht, dass das sofort irgendwie Wirkung zeigt und der Jugendbereich ist halt auch was, wo du viel Cash brauchst, so, weil du natürlich, machen wir uns nichts vor, nämlich genau. Brauchst viel Cash, weil du dann irgendwelchen Eltern einen Job geben musst, du musst jungen Spielern, wo du nicht weißt, ob es sich trägt, tatsächlich auch schon Gehälter zahlen und dann kommen andere Vereine, die da im Jugendbereich rumwildern, wie Leipzig und so ein Kram, also es ist auch nicht leicht. Aber zumindest so eine Freiburg-Nummer könntest du schon hinkriegen. So, und ich weiß nicht, wieso das noch nicht passiert ist und bin, was das Thema Jugendarbeit bei der Eintracht betrifft, noch ein bisschen zögerlich, ob das nochmal besser wird. Ich sehe es noch nicht, lass mich aber natürlich gerne überraschen. Ja, aber es ist genau das Ding. Das wäre halt wichtig, wenn wir haben ja vorhin immer wieder davon gesprochen, Werte zu schaffen und das fängt halt für mich da schon an. Und da sehe ich halt momentan keinerlei Outcome. Ja klar, aber das ist ja das Problem. Aber genau das Problem ist ja leider auch, ich meine, du darfst auch da Corona einfach nicht vergessen. Da durften viele nur unregelmäßig trainieren, überhaupt spielen und so. Das ist natürlich jetzt wirklich auch nochmal ein krasser Cut gewesen. Corona hat da auch echt viel ein bisschen zerstört, muss man sagen. Die U23-Entwicklung, die sind auch dadurch gebremst worden. Und zusätzlich ist es aber auch so, natürlich, da wurden Dinge langsam angeschmissen,
aber wir haben seit Jahren kein Outcome. Und das ist halt genau das Problem. Und dieses, und das musst du jetzt, das Ding ist, bei einer Jugendabteilung siehst du nicht innerhalb von 2 Jahren Erfolg. Da kannst du froh sein, wenn du innerhalb von 4 Jahren 2 Leute hast, die du wirklich auf ein Niveau gebracht hast. Und die Eintracht, und das ist der nächste Punkt, und das, daran muss vielleicht auch jetzt Krösche arbeiten, was mache ich mit den Leihspielern? Das hat er heute in der Pressekonferenz ja schon lanciert, wo er gesagt hat, okay, wir haben ja keine U23, haben, müssen wir vielleicht Leihkonzepte forcieren, vielleicht auch wirklich einen Partnerverein suchen, was die Eintracht mal mit Hessen 3 Eich gemacht hat, aber weiter, es hat dann auch nicht geklappt. Die sind dann auch im Nirvana rumgeschwurcht und dann hat sie auch keinen Bock mehr. Und dann war dann irgendwie Rudi Bommer zwar irgendwie Trainer dort, aber so wirklich viel hat das dann auch nicht gebracht. Also die Eintracht muss sich einen festen Partner vielleicht auch jetzt suchen oder andere Konzepte verfolgen. Man könnte, die böse Zungen würden behaupten, eine Art Farmteam, die du dann dahin schickst, wenn du deine U19-Leute, ich meine ganz ehrlich, wie krass war dieses Jahr verloren für Leute wie Finn Otto, wie Yannick Brugger, das sind alles Leute, da, ja, was passiert jetzt? Das wissen wir nicht. Keine Ahnung. Elias Börtner hat jetzt mal einen Einsatz gehabt. Das ist so schön, dass er da mal ein bisschen auch Erfahrung gesammelt hat. Ja, aber auch ein Ali Akman, der muss auch, sich auch erstmal bei uns dann reinspielen. Ne? Also das ist nicht easy. Mal gucken, was passiert. Aber wir dürfen halt nicht so viele Generationen verlieren. Und das ist eine Riesenaufgabe von Krösche. Mal gucken, ob er das lösen kann. Ja, ich bin gespannt, was sich da an der Stelle tut. Ich bleibe dabei, dass ich da jetzt einiges einfach jetzt auch mal entwickeln muss und in den nächsten Schritt gehen muss, gerade wenn wir jetzt auch sagen oder hoffen, dass diese ganze Corona-Thematik so ein bisschen da ausläuft. Da muss man da jetzt langsam mal ein bisschen Gas drauf geben. Aber wie Basti schon zu Recht gesagt hat, das kostet halt einfach Geld und ich hoffe, dass man da sinnvoll investiert. Lass uns mal noch zum Abschluss einen kleinen Blick in die Zukunft werfen. Wir haben jetzt eine wunderbare Sommerpause, die geprägt ist von EM-Spielen. Ich habe schon gerade eben erfahren, dass Marvin sich ganz viele Pressekonferenzen anschauen wird und sich in die EM einarbeitet, weil es ein Fußball 2000 EM-Studio geben wird. Also für diejenigen, die interessiert sind an dem Thema EM, werden da wahrscheinlich irgendwie Informationen finden. Vielleicht kann Marvin gleich noch dazu was sagen. Spannend wird es dann ja auch, wann es mit der Eintracht weitergeht oder wie es mit der Eintracht weitergeht. Wahrscheinlich, so war das heute in der Pressekonferenz auch benannt worden, medizinischer Check wird irgendwie so Ende Juni sein, dann wahrscheinlich Anfang Juni mit der Saisonvorbereitung. Tatsächlich ist das Thema Trainingslager noch offen, was glaube ich auch nachvollziehbar ist, wenn man nicht weiß, wie da die Rahmenbedingungen sind. Und dann geht's irgendwann in den offiziellen Spielbetrieb. Wir starten mit einem DFB-Pokal an dem Wochenende 6. bis 9. August. Die Bundesliga fängt am 13. August an und viel spannender ist das Thema Europa League, wo die Auslosung am 27.8. Stattfinden wird. Basti, du hattest vorhin schon gesagt, du hast ja schon eine Wunschgruppe gebaut. Wer wäre denn in deiner Wunschgruppe drin? Celtic Glasgow, Fenerbahce Istanbul und Rapid Wien. Okay, warum die 3? Warum nicht? Ja, es hätte ja sein können, dass du da bestimmte Gründe hast. Ja gut, also Glasgow ist, glaube ich, selbsterklärend, Istanbul eigentlich auch und Wien hat auch ein großes Stadion. Also ja. Mir ging es auch ein bisschen um die Attraktivität der Vereine plus die geile Reise plus die Größe des Stadions und dementsprechend viele Auswärtsfans und könnte mir schon vorstellen, also Fenerbahce und Rapid Wien und Celtic Glasgow könnte auf jeden Fall lautstark alles werden. Patricia, du hast dich da, glaube ich, auch schon mit dem Thema beschäftigt. Was wäre denn deine Wunschgruppe? Ich habe mir noch keine ganze Wunschgruppe gebaut, aber ich habe mich schon festgelegt, dass ich jetzt Celtic haben will, einfach ja, weil uns das durch die Lappen ging, das letzte Mal. Und warum nicht? Ja. Um es mal mit Basti Reds Worten auszudrücken. Celtic wäre ich tatsächlich auch dabei. Das wäre auch so einer meiner Top-Kandidaten. Dennis, Marvin, wie sieht es mit euch aus? Habt ihr so Wunschkandidaten, die ihr da gerne in der Gruppe hättet? Nee, geile Nummer auf jeden Fall. Also geh ich auf jeden Fall mit. Celtic wäre auf jeden Fall eine geniale Nummer. Auch natürlich hoffen wir alle drauf, dass wir hin können und dass das dann alles passt. Und nein, wird mir sehr gut gefallen. Sevilla, also auch irgendwie sowas könnte ich mir noch vorstellen. Istanbul, ja, es ist halt immer die Frage, will man unbedingt in der Türkei Fußball gucken? Das ist immer, aber klar, logisch. Also interessanter Club auf jeden Fall.
sind schon ein paar Namen in der Verlosung mit drin, die bestimmt Spaß machen würden. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte auch mal kurz über türkische Mannschaften nachgedacht, ne, weil normalerweise irgendwie schon interessant, könnte irgendwie geil sein, aber dann ist mir wieder aufgefallen, wie schwierig dann, so die Berichte, die ich dann irgendwie lese, wie schwierig es da mittlerweile ist, irgendwie auch als Fan dann auch dementsprechend an Tickets zu kommen, und dann habe ich gedacht, extrem schwierig, ja. Ja, genau, und dann habe ich gedacht, ach nee, okay, vielleicht ist es halt dann doch nicht so geil, ne, von der Idee her, ne, mega, ne, aber von der Umsetzung, dann habe ich gedacht, okay, vielleicht macht es dann doch keinen Sinn. Aber dementsprechend, also meine Hoffnung ist immer noch, also Basti hat es ja auch vollkommen gesagt, Glasgow würde ich mega geil finden, da hätte ich richtig Bock drauf. Ich kann mir auch extrem gut vorstellen, vielleicht, ja, sowas, ja, so England wieder, ne, vielleicht West Ham wäre auch ganz West Ham und Leicester sind drin aktuell. Ja, genau. Also Leicester wäre vielleicht aber auch mal spannend, ne? Aber ich will halt, ehrlich gesagt, Das Ding muss so laufen, dass wir die Möglichkeit haben, endlich mal wieder irgendwo hinzufahren, ja? Dass wir irgendwie die Möglichkeit haben, ein bisschen von diesem internationalen Flair mitzumachen. Und dann lasse ich mich einfach überraschen. Ich nehme Celtic, Glasgow, ich nehme auch die Rangers von mir aus. Das wäre halt irgendwie geil. Ich glaube, da oben gibt's kein Corona mehr. Keine Ahnung. Da sind die Temperaturen zu kalt. Da hat er selbst Corona, glaube ich, keinen Bock. Also irgendwie sowas wäre schon eine schöne Angelegenheit. Ansonsten lasse ich mich überraschen. Es gibt auf jeden Fall geile Gegner und Gegner, gegen die wir auch irgendwie Bock haben anzutreten. Und ich glaube, da ist sehr, sehr viel dabei. Und wie gesagt, mal gucken. Ich glaube, selbst der AS Monaco könnte passieren. Und das heißt dann, dass wir ein Duell gegen den ehemaligen Trainer hätten mit Niko Kovac. Auch nicht so schlecht. Ja, das kommt ja drauf an. Die haben sich ja jetzt, wenn ich das richtig im Kopf habe, für die Quali-Phase der Champions League, haben sie sich erarbeitet über die Liga. Und da gibt es ja durchaus den einen oder anderen, der da ja noch runterfallen kann. Also ja, genau, ne? Also normalerweise, genau, stimmt, du hast recht. Ah, genau, stimmt. Monaco hat sich noch in die Champions League geschoben. Gauner, okay, stimmt. Aber ich meine, wenn ich das richtig im Kopf habe, nur Quali, weil Frankreich ja einen Platz weniger für die direkte Qualifizierung für die Champions League hat, wegen irgendwelchen hier Europa-Koeffizienten-Gedöns, Schnickschnack. Und deswegen könnte es sein, dass die dann quasi, wenn sie in der Quali für die Champions League nicht durchkommen, dann noch irgendwie runterfallen. Es ist ja sowieso so, dass der Modus durch das jetzt Auftreten der Europa Conference League sich ja nochmal ein bisschen verändert hat. Das sind ja jetzt weniger Mannschaften in der Euro League. Mhm. Und das ist ja so, dass du quasi da auch manch einer erst eine Qualifizierung spielen muss, wo dann ja auch dann ab einem gewissen Punkt dann eben die Verlierer der Quali für die Champions League irgendwie nochmal reinrutschen. Und dann hast du ja die Gruppenphase, woraufhin sich dann ja der Erstplatzierte der Gruppe quasi direkt für das Achtelfinale qualifiziert. Der Zweitplatzierte nochmal ein Sechzehntelfinale gegen die Dritten der Champions League Gruppen irgendwie spielen. Und der Dritte darf dann in der Conference League weiterspielen. Also es ist ein unwahrscheinlich komplexes System. Das muss man sich wahrscheinlich irgendwie mal an so einer gigantischen Tapete irgendwie aufmalen. Aber es gibt auf jeden Fall ausreichend Optionen für uns, da die eine oder andere europäische Runde in der nächsten Spielzeit mitzunehmen, was mich zumindest so ein bisschen hypt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich will auf jeden Fall einfach nur nicht in die Ukraine. Und ich muss nicht nach Russland. Ja, Russland kann schon wieder ganz geil sein. Da gibt's auch so ein paar Freunde von uns, die irgendwie schon sagen, ja, komm, da könnte man was machen. Also hier so, keine Ahnung, Lok Moskau oder sowas. Ich würde sagen, Moskau ist auch mit drin. Also das würde vielleicht gehen. Ukraine, weiß ich nicht, brauche ich jetzt nicht. Wir gucken mal. Aber ganz ehrlich, bis dahin kann noch so viel passieren. Und dann mal schauen. Ja, aber ja, wichtig ist, dass wir Bock haben. Ja, also bei mir wird von Tag zu Tag kriege ich da mehr Bock drauf auf diese Spielzeit und diese europäischen Abenden. Aber bitte, und das haben wir jetzt, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt, und ich möchte an dieser Stelle nochmal unterstreichen, bitte, bitte, bitte mit ordentlich Zuschauern. Das wäre ein großer Wunsch. Ja, geht ja sehr schnell voran alles. Ja, Vertrauen du haben musst. Ja, habe ich nicht. Komm. Auslosung ist am 27.08. Und dann schauen wir mal, was da dann tatsächlich passiert. Ich weiß nicht, wollen wir schon in die Transferspekulationen einsteigen oder ist euch das zu früh? Also ich glaube, das ist wirklich echt nur Hokuspokus. Ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Angst, dass jetzt die Hertha uns jetzt alle Spieler klaut. Erstmal chillen und dann weitermachen. Sehen das die anderen ähnlich?
Ja, also ich denke, dass man... Ja. Ah, genauso. Abwarten. Warten. Abwarten. Eintracht hat ja schon ziemlich, also die Eintracht hat ja schon 3 Neuzugänge, was gut ist. Die Eintracht hat schon einiges da. Haben wir uns früher immer gewünscht, zu denken, oh, die Eintracht könnte langsam anfangen. Und dann hat Heribert gesagt, wir müssen warten, bis am Ende die Preise fallen. Und jetzt ist die Eintracht da ein bisschen früher aktiv geworden in gewissen Teilen. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, so ein Mischmasch aus, wir machen frühzeitige Planung und wir gucken mal, was am Ende sich noch ergibt, ist eigentlich ganz gut. Und ich glaube tatsächlich, dass auch ganz viel der Transfers wirklich erst am Ende passieren werden, eben weil jetzt ja noch diese EM ansteht. Und das ja tatsächlich auch nochmal eine Möglichkeit gibt, auch nochmal den ein oder anderen Spieler vielleicht sich anzuschauen, den man so vielleicht im normalen Ligabetrieb jetzt nicht gesehen hätte. Und tatsächlich auch nochmal preislich an dem einen oder anderen was drehen wird. Also ich glaube. Ja, das ist richtig. Aber ich meine, ganz ehrlich, ne, ist schon lustig, wenn du das sagst, weil normalerweise sind Europameisterschafts- oder Weltmeisterschaftsspieler, wenn sie nicht aus absoluten Exotenländern kommen, mittlerweile auf so einem Preisniveau angelangt, dass die Eintracht da eher nicht zuschlagen kann. Also insofern, wenn wir jetzt mittlerweile auf dieses Niveau kommen, dass wir uns das leisten können, ne, ich habe den Kamara von Finnland genannt, ja, der wirklich ein relevanter Spieler ist, dann würde ich mit den Ohren schlackern, würde sagen, geil, was für ein Ausrufezeichen. Also wenn die Eintracht das hinbekommt, dann ziehe ich auf jeden Fall meinen Hut. Ansonsten wird es eher so sein, dass wir Spieler haben, die sich ins Schaufenster stellen, wie ein Silva. Wenn der 3-4 mal scored, wird es noch krasser. Aber lassen wir uns überraschen. Einfach gucken, die Eintracht, ich habe da echt ein Urvertrauen, wenn ich sehe, dass junge Spieler geholt werden, dass die Mischung gerade stimmt. Mal gucken, was noch passiert. Am Ende wissen wir es eh nicht, aber ich stehe jetzt nicht schweißgebadet auf und denke, oh Gott, hier, der Silva, der wird schon gehen oder was, alles. Bin relaxed. Die Eintracht ist mittlerweile so ein Verein auf einem Niveau. Hose raus, Hose aus. Gut. Okay. Dann würde ich sagen, belassen wir es dabei. Das war er dann, der große Eintracht-Podcast-Saisonrückblick auf die Saison 2020-2021. Das bedeutet auch, wir verabschieden uns jetzt ein bisschen in die Sommerpause, aber Marvin, nochmal die Gelegenheit für dich, mach doch mal ein bisschen Werbung für euer Fußball 2000 EM-Studio. Was habt ihr denn da geplant? Wir treffen uns am Mittwoch dann, also wir treffen uns morgen und dann machen wir uns mal Gedanken. Nein, es ist im Endeffekt so, wir wollen einfach mal wieder schauen, wie Europameisterschaft irgendwie grundsätzlich einfach ist. Wir gehen da ein bisschen unbedarft an die ganze Sache ran, also wir sind ja, jeder, der unsere Formate irgendwie sieht oder hört, der weiß, dass wir nicht die krassen Nationalmannschafts-Mega-Super-Fans sind, aber irgendwie haben wir Bock, einfach unbeschwert Fußball nach dieser doch krassen Saison auch für Eintracht-Verhältnisse jetzt irgendwie einfach mal relaxed Fußball gucken und wir tasten uns so mal an die Spieler ran. Kennen wir überhaupt alle Spieler, die bei der deutschen Nationalmannschaft unterwegs sind? Und natürlich haben wir immer einen Fokus auf die Eintracht-Spiele. Aber ansonsten ein bisschen einfach humorig, einfach gute Zeit, bisschen auf die EM schauen. Vielleicht haben wir noch das eine oder andere. Wir werden auf jeden Fall ein EM-Quiz haben. Vielleicht haben wir das eine oder andere Orakel dabei. Also ich glaube, es ist für Gag-Feuerwerk. Und für Spaß und Spannung, für Groß und Klein ist auf jeden Fall gesorgt. Soll das ein tägliches Format werden? Wisst ihr? Nein, einmal die Woche. Jeden Montag. Nee, ja, hätte ich ja sagen können. Also, wenn ich dafür bezahlt würde, würde ich das auch jeden Tag machen. Also insofern ist das Budget nur einmal die Woche im Endeffekt zu. Jeden Montag abends, nächste Woche am 7.6. fängt das erste an. Das ist da so ein bisschen Vorbereitung, ein bisschen reinkommen, mal gucken. Und auch da werden wir auf jeden Fall. Ja, wir hauen richtig raus, ne? Also die Tatsache, dass wir ein neues Intro gemacht haben, eigene Musik und so weiter und so fort. Also da passiert schon einiges und das Geilste ist, man sieht sich halt auch, wir reden mit Basti, mit Stefan Reich, Weide und vielleicht werden wir noch illustre Gäste zuschalten, wenn die Patricia vielleicht auch wieder da ist, kommt sie dann auch mal vorbei und so. Also ich glaube, das wird alles sehr, sehr lustig und mal gucken, welche Spiele wir uns dann begeistern. Das kann natürlich aber auch am Ende des Tages passieren, dass wir sagen, Alter, Europameisterschaft. Wir haben gedacht, da sind nur geile Spieler dabei, aber meine Güte, ist das ein Holzkick. Kann auch sein. Das Geile ist, wir können ganz befreit aufspielen und das ist super. Sehr schön. Also es bleibt beim gewohnten Sendeplatz Montagabend und dann könnt ihr da bei den Kollegen von Fußball 2000 euch mal in das EM-Thema reinbringen lassen. Wenn EM, dann so. Wenn EM, dann so, genau. Mal gucken. Ich
kann mich tatsächlich bislang noch nicht für die EM begeistern. Ich bin auch gerade gestern wieder drüber gestolpert, dass es ja da ja auch Ende nächster Woche losgeht. Das hatte ich auch schon wieder total vergessen. Mal gucken. Vielleicht hilft es mir auch so ein bisschen motivationstechnisch, mich damit auseinanderzusetzen. Ansonsten würde ich sagen, ja, ist es das für heute und hier. Wir begeben uns dann damit jetzt auch in eine Sommerpause. Mit dem Eintracht. Du hast recht, aber was kann man denn in der Sommerpause so machen? Denn ich habe nämlich gesehen, dass mir unentdeckt zuvor, Basti, ich habe gesehen, man kann dich live erleben. Kannst du mal ein bisschen sagen? Zweimal sogar, glaube ich, ne? Dreimal sogar. Dreimal? Also einmal mit Verurteilten. Ich glaube, ihr geht auch mit 93 live, wenn ich das gehört habe. Hanau, kannst du mal ein bisschen was dazu erzählen? Weil Menschen wieder nicht nur virtuell, sondern visuell zu sehen, ist ja ganz geil. Ja, tatsächlich. Also wir können am 15.8. sind wir im Amphitheater Hanau mit 93 live vor 250 Leuten in geile echt Location. Sehr, sehr geile Location. Ja. Draußen wird da dort Sommerfest stattfinden, so eine kleine Sonderlive-Show und wir freuen uns auch tatsächlich, dass endlich wieder, wie Marvin es gesagt hat, Marvin und ich hatten das Erlebnis ja schon, dass wir endlich mal wieder eine Fußball 2000-Folge mit Kamerateam und vor Ort und machen durften. Das war richtig geil. Nach diesen mittlerweile muss ich es leider sagen, unsäglichen Videokonferenzen über die komplette Saison. Das hat auch echt gereicht. Irgendwann hat es einfach nur noch genervt. So. Ja, und mit Verurteilt ist es das Gleiche. Da sind die Shows, das sind jetzt keine neuen, sondern das sind quasi die Ersatztermine, die endlich bestätigt werden konnten, weil die Batsch Cup im Sommergarten, wo wir auch mit Fußball 2000 schon live draußen waren, es möglich gemacht hat, dass du auch dort Open-Air-Veranstaltungen machen kannst. Und da gibt es auch drei Termine, das ist der 30.06., der 9.07. und der 26.09. jeweils um 19.30 Uhr, wo Heiko und ich immer verschiedene Fälle besprechen sollen. Das heißt, man kann sich, wenn man will, auch für alle drei Veranstaltungen Karten kaufen und muss sich nicht das Gleiche anhören. Geil. Also, liebe Leute, das Verurteilt-Season-Ticket holt es euch jetzt noch. Drei unterschiedliche Fälle, alle im Sommer erleben. Kommt man doch auch im Hellen vielleicht noch nach Hause und braucht keine Angst haben, der nächste Mann würde auf der Ecke lauert oder so. Ja, geil. Ist doch schön. Ich freue mich tatsächlich wie ein kleines Kind, dass man aus mittlerweile auch wieder Sachen mal draußen machen kann und nicht nur immer, ja, wo ist der Link zum Livestream für die Konferenz, sondern auch wirklich mal wieder Menschen begegnet. Es ist ein zehrender Prozess gewesen. Ja. Wo kann man denn da am besten die Tickets kaufen? Dann kann ich das verlinken. Direkt bei der Batsch Cup online oder? Ich schicke dir die Links und wir stellen sie in die Shownotes, würde ich sagen. Hervorragend. Also, wer Bock hat auf Live-Podcast, entweder mit Verurteilt oder 93, der hat auch da ein bisschen Aktivitäten für den Sommer. Das ist doch sehr schön. Großartig. Ja, habt ihr noch weitere Empfehlungen für den Sommer? Sonst würde ich jetzt tatsächlich nochmal die Abmoderation versuchen. Ich würde sagen, ruht euch aus, liebe Freunde. Genau. Gut. Geht bald wieder los. Hoffentlich. Ja. Also, wir gehen in eine Sommerpause. Ich möchte diese Gelegenheit hier nochmals nutzen, um mich stellvertretend für das ganze Team bei unseren Hörerinnen und Hörern zu bedanken. Ihr habt uns hier auch in dieser Saison wieder grandios unterstützt. Ein Großteil, wirklich weit über 90% unserer Einnahmen kommen von euch direkt, liebe Hörerinnen und Hörer, und haben dazu geführt oder werden dazu führen, dass wir uns jetzt dann auch das dritte Jahr in Folge hier einen kleinen Anteil rausnehmen können. Vielen, vielen Dank für all die Unterstützung, die ihr uns hier entgegenbringt. Wir begeben uns jetzt in eine kleine Sommerpause und werden aber die Eintracht, soweit es geht, irgendwie verfolgen. Und wenn sich eine Gelegenheit gibt, entweder weil der ultrageile Transfer irgendwie kommt oder sonstige Dinge sich tun oder André Silva ganz überraschend Torschützenkönig der EM wird, dann werden wir hier natürlich Sonderfolgen einstreuen. Ansonsten melden wir uns spätestens, wenn es in die Vorbereitungsphase geht und dort interessant wird, wieder mit einzelnen Folgen. Ich muss sowas sagen, weil ich habe das völlig verpeilt. Ja. Der Link, ich habe dir den zwar geschickt, den lösche ich jetzt schnell, weil der Link für die 93-Karten, den gibt's leider erst nächsten Montag, weil die 93 Fun Friends werden 4 Tage Vorkaufsrecht haben, deswegen tue ich den schnell hier. Ich mach mal. Also, wer kein Fun Friend ist und ganz schnell eine 93-Karte haben, der meldet sich bei mir. Nee, ich habe den vorher schon aufgemacht. Ich bin ein schlaues Kerlchen, als er das gesagt hat. Gegen eine kleine Provision könnte ich dort euch Karten vermitteln. Scheiße, hab ich völlig vergessen. Weil wir bringen nämlich am Mittwoch die erste Fun Friends von unserem Fun Friends Sommer raus. Und da haben wir gedacht, kriegen erstmal nur diejenigen bis zur nächsten 93 EM-Folge
kleines Vorkaufsrecht, das habe ich jetzt hier vergessen. Es tut mir sehr, sehr leid. Bitte René noch nicht in die Shownotes stellen. Mal gucken. Nee, alles gut. Also, dann müsst ihr für die 93-Karten da draußen einfach noch ein bisschen warten. Oder ihr werdet ganz spontan Funfriend. So. Und dann habt ihr dort ein Vorkaufsrecht und kriegt natürlich dort bei den Kollegen von 93 auch die Möglichkeit, an einem ganz grandiosen Menschenexperiment teilzunehmen. Ich bin sehr gespannt drauf, wann ihr euch dort bei 93 gegenseitig virtuell an die Gurgel gehen wird. Mein Tipp ist ja irgendwie so in den ersten 3 Folgen noch nicht, aber so ab Folge 4 könnte es eventuell kritisch werden. Aber mal sehen. Genau, ansonsten wie gesagt Sommerpause und ja, wenn sich aktuelle Dinge bei der Eintracht ergeben, die wir für besprechenswert halten, dann könnt ihr euch drauf gefasst machen, dass da eine Folge um die Ecke kommen wird. Ansonsten genießt die Zeit, schaut die WM, wenn ihr wollt, schaut den Kollegen bei Fußball 2000 zu. Wir wünschen euch eine angenehme Zeit. Bis dann. Macht's gut. Tschüss. Europa Cup!